So, yes, the universe is full of beginnings. But no matter where our paths take us, we all have our place in the fleet. In purpose. Hallo und einen schönen guten Abend heute hier am Dienstag. Ich mal wieder, das ist schon ewig hier. Genau 2 Wochen. Ja. Genau. Und das sind ja Welten. Das ist schon wieder wirklich, ja, ewig. Kommt es mir vor, wenn ich hier so rumklicke. Ganz im Vergleich zu Horistas, der hier an seinem Stuhl festgewachsen ist. Gell? Nö, funktioniert noch. Geht's noch mit dem Aufstehen? Geht noch mit dem Aufstehen. Okay. Es sind nur dann die Knochen, die wehtun dann. beim Bewegen. Ja, aber das ist halt die Generation, die arbeitet und die Urlaub macht. Ja. Ja. Mir liegt ja gerade so ein Satz auf den Lippen. Weißt du, jeder wie er es verdient. Nein, Spaß. Ja, stimmt, okay, da hast du recht, dann ist okay. Oh nee, das ist gemein. Nein, ist doch alles gut, wie gesagt. Für mich persönlich ist das hier Urlaub. Ja, das glaube ich. Für Horistas ist das Urlaub, ja. Ja, und für andere ist Urlaub Arbeit. Also für mich wäre Urlaub Arbeit. Also das wäre für mich zu viel Stress. Echt? Hinfliegen. Ja, überleg dir mal. Hinfliegen, das ganze Ärger mit Hotel und alles und dann immer runtergehen müssen, um zu frühstücken. Das ganze Riesenbuffet. Das sind ja Kilometer, wo man da laufen muss. Und dann noch in die Sonne legen. Das ist noch schlimmer. Das ist alles dann auch noch viel zu warm, gell? Also, ja, das ist noch viel zu warm, Sonne legen und dann wieder den Ganze mit Koffer packen und zurückgehen. Nein, das ist viel zu viel Arbeit. Pfui. Die eklige Sonnencreme und boah. Ja, genau, siehst du? Widerlich. Da haben wir es doch. Ja, ja. Okay. Ja gut, dann passt es ja eigentlich, gell? Genau, siehst du? Das passt voll auf. Ja. Hallo nochmal an euch alle, schön, dass ihr reinschaut. Und der langhaarige Mann. Weiß doch, ich bin die Tochter. Das, genau. Das Rumgammeln zu Hause ist auch gerade total anstrengend. Okay. Das stimmt, das kann auch anstrengend sein. Ich suche jetzt hier eigentlich gerade das Krankenhaus. Ich irre hier irgendwie blöd durch die Gegend. Wo ist denn das hier? Das Krankenhaus. Ach, da, jetzt habe ich es gefunden. Da. Na gut. Ja. Dann passt es ja. Genau. Ja, ich bin jetzt hier auf der Seraphim-Station und dann, da wollten wir uns alle treffen, gell? Und dann locken wir uns nochmal aus. Das sind übrigens die falschen Monitore. Du musst auf den Monitor weitergehen. Wo die nächsten 2 sind, um dich zu verorten. Da kriegst du nur ein Zimmer zugewiesen. Ah, welcher ist denn das dann nochmal? Hier ist ja nochmal der gleiche. Nein, ein Stückchen weiter rein. Ich glaube, auf der linken Seite dann irgendwo. Sind nochmal 2 Monitore relativ nah zusammen. Also hier ist ja die Apotheke, das ist ja auch nicht. Genau, und da müssen wir nochmal irgendwo 2 Monitore sein. Wie gesagt, wenn du reinkommst, links, glaube ich. Aber nicht bei den Zimmern. Nee, nicht bei den Zimmern. Vorher, also vorher, bevor du in die Zimmer kommst. Ich glaube da, oder? Ja, genau, da ist richtig. Okay. Tequila, danke schön für dein Abo, schon seit 8 Monaten. Danke, danke. Machen wir hier mal gleich ein bisschen Musik, wenn es geht. Schauen wir mal. Ah ja, jetzt. So, jetzt muss ich ja hier, dann glaube ich, war das doch so.
Genau, Transfer Imprint und dann hast du. Und während du das machst und dann ins Menü zurückgehst, oder du kannst auch nur einen Augenblick bleiben, erkläre ich euch mal, was heute eigentlich geplant ist. Ihr habt es ja schon am Titel gesehen. Wir machen mit Carolina ein kleines PTV-Rennen. Es geht aber bei dem Rennen nicht nur um Vollgasfahren, sondern auch ein bisschen Spaß, um ein bisschen Feingefühl und so weiter und so fort. Also es geht nicht nur um Vollgasfahren. Und wir treffen uns alle, wie gesagt, auf der Seraphim-Station. Das Ganze findet dann später, wenn es losgeht, auf Daymar statt. Und wie gesagt, kommt alle, schickt mir eine Freundschaftsanfrage, wer mitmachen will. Es gibt auch was zu gewinnen. Wir machen es heute mal so, dass wir unser Tages-Giveaway ummodellieren als Hauptpreis. Und danach schauen wir mal noch weiter, ob es vielleicht noch um weitere Preise geht. Das werden wir gleich von unserem Rico dann erfahren. Ah, da ist er ja schon auch. Und wie gesagt, schickt mir eine Freundschaftsanfrage. Es ist nicht so schwer, das Ganze, was wir geplant haben. Es macht vor allem Spaß und das ist eigentlich der Hauptgrund, was es ist. Mhm. Es soll Spaß machen. Genau. Und deswegen einfach eine Freundschaftsanfrage schicken, wer Lust hat. Man braucht nichts außer dem PTV. Ihr braucht auch keine Angst haben, dass ihr 100-mal sterbt. Das wird garantiert nicht der Fall sein oder sonst irgendwas. Aber zur Sicherheit einfach auf der Seraphim-Station verorten. Und genau, wir werden so die nächsten 10 Minuten dann, wenn alle da sind und gelandet sind und sich mir mir eine Freundschaftsanfrage haben und in Gruppe sind, loslegen. So, genau. Sehr gut. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Also es wird bestimmt... Ja, auf jeden Fall. Witzig. Dann warten wir jetzt hier einfach nur ein bisschen und... Boah, genau. Jetzt kannst du jetzt noch ein bisschen umschauen und alles. Was mache ich denn noch? Daymar, ja, auf Daymar kannst du atmen, aber nicht lange. Also, wie gesagt, ein Undersuit und ein Helm ist auf jeden Fall angesagt. Man braucht auch keine Rüstung. Also in Daymar sind angenehme Temperaturen, also ein angenehmer Temperaturbereich und alles auch von der Anziehungskraft und alles und vom Kreuzung wäre es einfach Daymar für sowas ideal, sagen wir mal so. Sehr gut. Und genau, also wer wirklich dann, es ist gut, wenn jeder einen hat, ein PTV, wer aber keinen hat, also wenn er wirklich jetzt sagen müsste, ich bin jetzt auf Crusader, müsste er erst nach Area eine halbe Stunde mir ein PTV kaufen. Wir haben noch 2, 3, 4, 5 Ersatz-PTVs am Start, also deswegen. Sehr gut, wir haben alles. Perfekt. Kann ich eigentlich die Pizza kaufen? Würde. So eine Pizza? Nee, leider Pizza. Pizza gibt es leider nicht. Also man kann sehr vieles kaufen, aber leider keine Pizza. Das vermisse ich auch, wie gesagt. Also das vermisse ich auch, dass es keine Pizza gibt. Was habe ich jetzt eigentlich gerade gekauft? Sieht nach was zu trinken aus. normal nimmt die das doch so in die Hand und trinkt das dann. Ja, kommt immer mal drauf an, wie du kaufst. Du hast wenn du die Flasche, das Glas oder sonst irgendwas ankriegst, hast du ja 2 Sachen, wo du auswählen kannst, wenn du drauf gehst. Ja, also ich klicke da jetzt mal drauf hier zum Beispiel. Nee, die Tasse kannst du nicht kaufen, aber die Flasche da. Ja, also die Flasche, genau. Aber da gerade bei dieser Tasse, da hat es auch irgendwas gemacht dann. Ja, also es gibt ein paar Sachen. Also mit der 321 sind jetzt viele, viele Sachen ins Spiel gekommen, gerade zum Beispiel in der Wohnung, wo man spawnt. Da sind sehr viele Sachen, die kannst du mittlerweile einfach in die Hand nehmen, mitnehmen oder sonst irgendwas. Gut. Korundal, nein, wir haben heute mal uns entschlossen, dass wir unser Tages-Giveaway in einen Hauptpreis für unser PTV-Rennen machen. Mal was anderes. Und deswegen. So, ich schmeiß mir das wieder weg. Und wie gesagt, und wer mitmachen will, wie gesagt, mir einfach eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich lade euch dann und wir werden so in, jetzt sagen wir noch 5 Minuten,
In 5 Minuten werden wir dann alle ins Menü gehen und zusammen auf einen Server springen. Und wie gesagt, idealerweise, wie gesagt, treffen in auf der Seraphim-Station, weil wir danach nach Dema gehen. Hier ist, glaube ich, noch gar niemand ankommen, oder? Nee, die meisten sind hier draußen im Menü. Okay. Deswegen, wir warten hier auch gerade im Ding. Andere dürften vielleicht noch jetzt auf ihrem eigenen Server sein oder so. Und deswegen, wie gesagt, in 5 Minuten geht's dann raus. Captain Future ist da. Und dann geht's los. Genau. Da, Captain Future. Ja, Playscan, das kenne ich auch. Aber wie gesagt, wir wollen ja kein richtiges, reines Rennen machen. Wie gesagt, das ist es. Wir wollen kein reines, richtiges Rennen machen, wo wir einfach nur im Kreis rumfahren. Bei uns, also wenn wir irgendwelche Sachen machen, die sind dann alle ein wenig besonders. Besonders, einzigartig und vor allem machen sie Spaß. Bin ich schon mal gespannt, was der Orissa sich ausgedacht hat. Hallo Toto! Ui, 34 Monate. Wahnsinn, das ist ja echt der Hammer. Das sind ja fast schon ja, 3 Jahre. Das stimmt, das. Ja, sind fast schon 36 wären 3, genau. Ja. Also ich war, also bei mir ist es an Weihnachten. Also in Weihnachten habe ich meine 36 Monate voll. Danke, Toto. Danke, danke. Ja, 36, ich glaube, das ist so das Höchste, oder? Ja. Nee. Aktuell 34. Aktuell 34. Ja, meine ich ja. Genau, aktuell 34. Wie gesagt, November ist bei mir dann der 35. Und Dezember ist bei mir der 36. Hast du es dir in den Kalender geschrieben? Nö, aber nach 3 Jahren weiß man es ungefähr. Oh Mann. Ich muss hier nur Musik für Toto machen. Moment. So geht denn das hier heute? Das ist so schwierig. Der Schuh. Ja, hast du auch einer, der Schuh. Der Schuh, hallo. Der wird auch gern mitmachen, genau. Blaze Garden, nein, wie gesagt. Also du, ja, du kannst dann natürlich dein STV mitnehmen, aber wie gesagt, als wenn du im Rennen mitmachen willst, dann auf jeden Fall ein PTV. Und wenn du nur dabei sein willst und gucken willst dort, dann, wie gesagt, dann ohne Fahrzeug, ohne alles, sondern nur hinstellen. Tequila wird gern mitmachen, aber hat keine Zeit. Ja, sowas. So. Dann muss man sich Zeit nehmen. Das ist doch wieder. Gut. Captain Future ist hier gerade aus dem Aufzug gekommen, aber ist dann schnell wieder reingegangen, als er mich gesehen hat. Genau, dann würde ich sagen, es ist jetzt gleich 19.15 Uhr. Kommt mal bitte alle ins Menü raus. Nochmal, dass wir dann gleich reinspringen können zusammen. Dann gehe ich jetzt auch mal ins Menü, oder wie? Yep, genau. Gut. Hallo Hawk, Darleiter. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was das heute wird. Also, und wenn ihr dann jetzt alle, die gerade auf der Seraphim-Station sind, wir können dann zusammen mit einem Schiff hinfliegen. Und das heißt, ihr braucht nicht extra hinfliegen. Wir fliegen dann mit einem Schiff. Dann ist auch das Schöne, dass dann dort nicht so viel alles Mögliche rumsteht, vielleicht die Performance schlechter wird oder sonst irgendwas. Brauchen wir aber ein großes Schiff. Ja, also ich glaube, 10 Leute, die bringen wir fast in jedes Schiff rein. Also 10 Leute kriegst du, wenn du dich anstrengst, sogar in eine Pisces rein. No, in eine Pisces bringst du locker 10 Leute rein. Okay, da muss man sie stapeln. Ja, geht alles. Hallo, wir sind ich.
Mariko muss noch nach Seraphin. Gut, dann gucke ich gerade. Das sieht schon mal gut aus. Alle werden im Menü angezeigt. Und dann geht's los. Wir springen hinein. Juhu! Ich. Clownschiff? Blaze, ja, darfst du, wie gesagt. Nur halt bitte, wie gesagt, dann nicht so, dass es irgendwie störend ist. Ansonsten immer gerne, natürlich. Nur aus der Ferne, oder? Ja. Ja, man kann schon ein bisschen näher, nur wie gesagt, ist, man muss halt immer dann in dieser Hinsicht Acht passen. So. Das Blöde ist jetzt, halt, wie gesagt. Hey, wieso dauert das jetzt so lang? Du bist ja irgendwie nicht mitgesprungen dann. Nö, bei mir ist ja immer noch das Menü. Dann geh mal auf mich und rechte Maustaste und dann Join Friend. Neben im anderen, im rechten Menü. Join Leader müsste da irgendwo stehen. Im rechten Menü. Ja, warte schnell. Ich muss die erstmal schnell suchen. Muss ich die oben eingeben vielleicht? Ist egal, ich kann es bei jedem von uns, wo drin steht PU oder irgendwo hinterher springen. Also alle, die wo in der Gruppe sind. Ach so, da steht. Ach so, Server full. Dann spam ein paar Mal immer diesen Connect. Da cannot den oberen Button immer spammen. Draufdrücken, draufdrücken, draufdrücken. Rechts draufdrücken und so weiter und so fort. Ich habe jetzt einfach drauf gedrückt und dann. Siehst du, und dann hat es funktioniert. Ja. Gut. Bei Aprilon habe ich drauf gedrückt. Clendatu schafft es leider nicht. Dann halt das nächste Mal. Was, Benny, Tico? Würde auch gern mitmachen, aber geht nicht. Vierbein, ja, du bist ja, weil wenn wir in einer größeren Gruppe auf den Server springen, dann ist es immer schwer, dass wir einen geeigneten Server finden. Und wenn das Spiel keinen geeigneten Server für unsere Gruppengröße findet, dann wird ein neuer Server gestartet. Bei mir lädt es jetzt auch ganz schön lang. Ja, also bei mir hat es connected und es lädt auch. Wie gesagt, das müssen wir schauen mal. Wir schauen mal. Wie gesagt, also es ist oftmals so, halt, wenn wir gerade in einer größeren Gruppe reingehen, dann kann es durchaus sein. Was größere Gruppe? Sagt gerade erst drauf. Und ich bin, genau, nicht ich bin dich. Jetzt auch gerade drauf. Vierbein schreibt, ich bin nicht dich. Hä? Größere Gruppe? Ja, Mariko, ich werde natürlich Letzte. Letzte. Bestimmt. Also so, jetzt bin ich hier. Dankeschön für dein Follow, Fetzlaff. Alles klar, Mariko, da bin ich schon mal gespannt. Was, Aprilon ist wieder in Area 18? Oh. Ja, kein Stress. Kein Stress, wie gesagt. Es ist alles, wie gesagt. Wir hetzen nicht und man kann alles, wie gesagt, auch in 5 Minuten, 10 Minuten. Dann, wie gesagt, kommst du einfach, Aprilon Gun, kommst du einfach direkt nach Daemar. Und das passt alles auch, wie gesagt. Sodala, wo renne ich hier eigentlich jetzt gerade hin? Ich renne den einfach hinterher, das wird schon passen. Ja, genau. So. Noblei kann ich dir echt nicht sagen. Also es hieß, dass sie bis zum 7. kaufbar ist, aber wie gesagt, da ich sie habe, ist sie natürlich bei mir auch weg, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Guten Abend, Inselaffen TV. Was ist denn das für ein Name?
Ein cooler. Ja, alle haben hier coole Namen. Ja, siehst du? So, also ich stehe jetzt halt einfach mal hier rum bei den Terminals. Genau, du stehst da, da sind auch der Rest, ist auch alles da. Der Schuh, nein, ihr braucht gar nichts. Ihr braucht nur ein PTV, ein Undersuit und einen Helm. Und gute Mehr Laune. Mehr braucht ihr gar nicht. Und gute Laune, aber gute Laune haben wir doch alle. Immer. Was soll ich aussprechen? Ach so, Korondal. Oder was? So. Also, die ganze Gruppe hier, bitte einmal Hangar 10. Der Schuh, sehr schick. Extra hier pink angezogen. Super. Das Outfit des Abends. Ja, das habe ich mir gemerkt, Korondal. Korondal. Was Temperatur, Raumanzug tauglich auf dem Mond? Mavrico, ja, Spammet. Und Carolina, du solltest einen Helm aufziehen noch. Oh ja. Also, wie gesagt, das den habe ich vorher weggetan. Das gehört zur Grundausrüstung. Ja. Ja, das ist aber das, da darf man vorher immer nichts trinken, sonst vergisst man den Helm wieder aufzuziehen. Gut. Gut, dass du das noch gesehen hast. Ja, siehst du? So. Also dann verteilen wir uns jetzt einfach mal aufs Schiff, oder was? Ja. Yep. Genau, einfach Ding. Einfach alle irgendwo hin oder so, ist egal. Wie gesagt, wir... Mariko, alles klar. Wo müssen wir jetzt eigentlich hinfliegen? Wir fliegen nach Daymar. Okay. Und dort einfach, wie gesagt, eigentlich ist es egal, deswegen, wie gesagt, wir suchen uns dort einen Platz, wo Tageslicht ist. Ich flieg da einfach mal hin, gell? Ja, kannst du, gell? Mit deinem Schiff. Kannst du machen, ja, natürlich. Aber du musst jetzt, glaube ich, noch hier aufmachen. Ja, aber dazu muss ich, glaube ich, im Pilotensitz sitzen. Ach so, sonst stehe ich nochmal schnell auf. Ja, Moment, ich muss gerade hier die nächste Einladung noch raushauen. Hallo Max Starbuck. Guten Abend. Ja, Vierbein, man kann da das PTV dort spawnen. Also wir suchen uns auf jeden Fall einen Punkt, wo man das PTV spawnen kann. Dankeschön für dein Follow. Nein, nie nicht. Also, ich stehe jetzt nochmal auf, dann kannst du. Ja. Aber ich glaube, sonst hast du das doch auch so gemacht, oder? Auch wenn ich auf. Ja, aber irgendwie funktioniert das nicht mehr, also deswegen keine so. Ahnung. Also. Aber macht ja nichts. Ja. Was ist im Stream nicht zu sehen? Der Helm. Von wem? Von Captain Future? Ich habe so ein ähnliches Problem. Ich habe keinen Helm. Ich habe keinen Kopf, sagen wir mal so. Kopflos, oh oh. Also von Captain Future, also ich sehe den Helm von Captain Future, auch den Kopf von Carolina, alles da. Alles da, ja Gott sei Dank. Nee, ich stehe neben dir, wo ist er? Ja, also du hast auch einen Helm und einen Kopf. keiner hat den Kopf verloren. Also, jetzt alle ich mal festhalten hier, gell? Gut. Achtung, ich bin am Steuer. Du denkst dran, dass hinten sehr, sehr viele Leute drin sind. Ja, ich eben. Deswegen, ich bin hier schon, schon nervös, weißt du? Oh Mann. Ja, das kann ja nur schief gehen. Ja, das weiß ich eben auch noch nicht so genau, ob ihr das überlebt. Also ich bin ja hier stets bemüht, also
Das wird schon klappen. So, jetzt fliegen wir hier erstmal. Oh, was ist jetzt? Nein, ist irgendwie hängen geblieben. Du hast den Kanal von meiner Ding verlassen. Ich habe nichts gemacht. Ich bin nur hier gerade ausgeflogen und jetzt hängt es auf einmal. Ich glaube, du hast einen Crash to Desktop. Oh. Es ist gerade die lustige Reisetruppe los und dann. Ja, ich glaube auch. Es hängt. Aber es zeigt nichts sonst. Steht sonst nichts drin. Ja, also du hast, du bist aus dem Kanal rausgeflogen. Das heißt, die Verbindung zum Spiel ist unterbrochen. Na toll. Dann würde ich sagen, beende mal das Ding oder schmeiß das Spiel weg. Kannst du noch irgendwas machen? Wenn nicht, musst du es über den Task Manager beenden. Warte mal, ich schau mal. Matt, du bist auch gerade rausgeflogen. Was ist denn das jetzt schon wieder hier? Keine Ahnung. Jetzt kommt hier so ein Lade. Ja, das ist der Ding, das ist den Programm steht. Programm ist abgeschmiert, also ist Star Citizen. Ja, jetzt kommt's Programm schließen. Also gut, dann machen wir halt Programm schließen. Na toll, jetzt waren wir gerade so schön auf dem Weg, oder? Ja. Machen wir hier mal zu. So, also. Auf ein neues. Und Matt, was ist mit dir? Ich bin auch rausgeflogen. Ah, du bist auch rausgeflogen. Ah, cool. Ich wollte Außenansicht machen, die ging nicht auf. Da habe ich ein paar Mal gedrückt und dann pupp. Okay, gut. Weg war's. Okay. Guten Abend. Dann, Wie Gray, guten Abend. Ja, blöd, jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Das ist halt. Nein, normalerweise bist du wieder. Ach so. Also du bist noch da. Also du sitzt noch im Pilotensitz. Okay. Wenn du dementsprechend jetzt dich beeilst, dass das Spiel startet. Dann ist dein Platz reserviert und kommst genau im Pilotensitz da, wo du warst, wieder raus. Ja gut, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, weil wir fliegen auf Horizon zu. Oh oh. So, also jetzt bin ich im Menü und jetzt hat muss ich wieder irgendjemandem hier hinterher. Einfach. Genau, direkt einem von uns wieder hinterher springen. Also nicht mir, weil ich bin im Menü. Nee, ich bin jetzt Captain Future mal hinterher. Also auf ja, gut, alles auf gut, gut der sitzt auch nur da. Der sitzt auch nur da. Gut. Oh Gott. So. Gut, ja, gut. Dann schauen wir mal. Ja, ich beobachte Horizon, wie es näher kommt. Oh oh. Dann muss ich mich halt irgendwie vom Sitz runterbringen. Das wird schwierig. Aber du bewegst dich gerade. Du hast dich eben gerade im Sitz bewegt. Du solltest gleich wieder da sein. Ja, ja, jetzt bin ich hier. So. Sehr schön. Also, siehst du, dann hat's doch funktioniert. Okay. So, also nach Daima wollen wir ja, gell? Genau, wir wollen nach Daima. Da also, fliegen wir da mal hin. Man sieht wenigstens die Crash Recovery und die 30K Recovery und so weiter. Die funktionieren mittlerweile echt hervorragend. Das ist natürlich blöd, wenn hier der Pilot einfach nicht mehr fliegen kann. Ja, wenn er während dem Flug denkt, er muss eine Mittagspause machen oder ja, so. Ja, genau. Ist ja nochmal gut gegangen. So, und wir kommen jetzt dann gleich in Daima an. Das ist schön. Ich bin wieder auf der Seraphim-Station. Okay. Okay. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich, weil wir jetzt einfach weggeflogen sind und du dementsprechend. Aber du warst auch direkt weg. Also dein Char war nicht mehr da im Gegensatz zu Carolinas. Was für ein Glück. So, los geht's. Was kann die Waffen nicht anmachen, Captain Future? Ja, hier muss nicht geballert werden. So, also. So. Daima ja, jetzt müssen wir uns eine Station suchen.
Wir müssen eine Mining-Facility oder so finden, wo man Fahrzeuge spawnen kann. Das am besten im Hellen, das heißt auf der Rückseite des Planeten. Und du weißt ja, wie die Stationen dann aussehen, das Gestrich, wo hinter den Planeten sind. Genau, also. Wenn ihr jetzt hier Kudriore Mine Closed nehmt. Ja, das ist aber keine Mining Facility. Schauen wir mal. Muss irgendwas mit Mining halt dran stehen, aber da, da steht nichts mit Mining irgendwo. Außer dieser Kudriore-Mine-Dings. Ja, Kudriore ist nichts. Was haben wir dann da schon? Also, wir haben hier. Ich schaue jetzt halt nur nach den gestrichelten Teilen. Ja, ja. Da haben wir hier einmal Bountiful Harvest. Nein. Dann haben wir Temden Plains Aid Shelter. Nein. Und. Security Post. Nein. Ja. Nochmal Security Post, irgendwas. Und. Also hier müsst irgendwie Shubing Mining Facility SCD-1 müsste zum Beispiel da sein. Das ist so eine Mining Facility. A-Corp Mining Area 141. Nö, aber wenn ich jetzt da nach diesen, weißt du, nach den Gestrichelten schaue, da ist ja nichts. Ja, also, gut, wenn du ja, Ding hier, dann. A-Corp Mining Area habe ich schon gefunden, aber das ist jetzt gut. Halt. Dann flieg einfach mal dahin. Wenn wir gar nichts haben, wo Tag ist, dann ist es so. Dann ist halt dunkel. Dann machen wir das Ganze halt anders. Alles gut. Hawk Dahlleiter hat geschrieben, rechts von Kudriore. Ich habe jetzt alle durchgeguckt. Also der Schuh sagt, dass sie alle auf der Nachtseite sind. Also das macht doch eigentlich auch nichts. Alles gut. Gut. Dann ist halt mal wieder dunkel. Das ist ja immer so. Ja. Wobei, also hier sehe ich schon mal ein bisschen Licht. Ja, es ist eigentlich so ein bisschen hell, ja. Und ich denke, dass das auch hier dann Sonnenaufgang ist. Sehr schön. Das ist ja dann eigentlich, Sonnenaufgang ist ja noch besser. Dann haben wir einen länger Tag. Ja, das klingt logisch. Genau. Dankeschön für den Follow. Get my kills on. Und geht's euch allen gut da hinten noch so? Ja, außer dass wir 5-mal umgefallen sind und wahrscheinlich 10 Knochen gebrochen haben. Ja, du musst dich auch hinsetzen. Ja, super, wenn hier hinten kein Sitz ist. Ach so. Und der Captain von seinem Sitz verscheucht wird. Ja, ich muss doch hier mal wieder fliegen. Ja, und dann, wenn die hier die Gäste sich auf die vorderen Plätze drängen. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. So kannst du es auch sagen dann. Oh Mann. So, also, jetzt sind wir dann gleich da. Das ist gut. Bitte sehr mittig auf dem Landepad landen. Okay. Also habt ihr alle eure Gurte geschlossen und Rückenlehne nach Rückenlehne wieder gerade, ja. Okay, gut. Glendatu, das müsste Area Mining, A-Corp Mining Facility oder irgendwas, 141 jedenfalls, also dieses 141 müsste das hier sein. Yep. So, ja, ein bisschen schief wird das jetzt hier. Oh. Macht nichts. Ja, je mehr ich versuche, hier das gerade zu machen, wird es einfach nur schlimmer. Moment. Gut. Gut. Also, so habe ich jetzt.
Ja, es sieht doch, das sieht doch gut aus. Das okay. sieht doch gut aus. Sehr gut. Ja. So, dann haben wir schon mal die erste Etappe geschafft, oder? Ja, fast. Also ich muss noch mal ein bisschen parktechnisch das machen, aber passt schon. Was haben wir? Haben wir Vierbein schon die Station gesagt, wie die heißt? Ja, haben wir schon. Gut. Nein, nix hier, Karolinger Incoming. Also ich lande ja immer hier vorbildlich. Also zwar in Zeitlupe, aber ich komme meistens dann sicher an. Also. Gut. Also dann dürft ihr jetzt alle aussteigen. Jeder darf sich ein Fahrzeug rufen. Also sein PTV, also nichts anderes bitte. Also wir brauchen, es muss auf jeden Fall ein PTV sein. Captain Future sagt, so. Das sieht nicht gut aus, wie ich gelandet bin. Also. Ja, ich park nochmal um. Ruhe da auf den billigen Plätzen. Ich park nochmal um, weil... Nein! Was heißt nein? Doch. Also wenn, dann hättest du das auch... Das hättest du nicht sagen dürfen. Du hättest es, wenn, dann nur heimlich umparken müssen. Ja, aber du stehst erstens mal um 90 Grad verdreht da. Und so weiter und so fort. Oh, ja. Ja, die Klappe, die geht jetzt hier irgendwie bis zu der Treppe. Naja. Ja, es ist, ja zum Beispiel. Naja, macht nichts. So, dann hoffe ich, dass mal alle draußen sind. Dann park ich nochmal kurz um. Wo müssen wir denn jetzt hin? Dahinter irgendwo, oder? Da, wo man die Fahrzeuge rufen kann. In das kleine Gebäude. Die sind alle klein. Ja, das Gebäude, wo die kleinen Pets davor sind. Ich schau mal dahinter, wo die anderen sind. Ja, das Blaue, da wo es so blau leuchtet. Genau. Genau. Hallo Sentinel. Ja, der Horistas, der parkt ja nochmal richtig. Aber wir sind heil ankommen, das ist doch schon mal was. Das ist die Hauptsache. Triebwerke ausmachen? Ich habe eigentlich schon ausgemacht. Ja, die hat, aber Glenda, du meinst allgemeine. Also jeder, der hier ist, bitte am besten ein ganzes Stück wegparken. Wenn sein muss, parkt einen halben Kilometer weg oder so und lauft entweder her oder wir holen euch ab. Also bitte nicht hier die Basis vollparken. Also die Station vollparken. Was nehme ich denn? Ein PTV. Greycat PTV. Nichts anderes. Gut. Und der Schuh, wenn du keinen hast, Mad News hat welche, die spawnt er dann für euch, wer wirklich keinen hat. So. Jetzt kann ich mir genau, das Golfkart. Das Golfkart? Ja, so wird der PTV auch bezeichnet. Das müsste meins sein. Bei uns heißt es immer Golfkerrerle. Also, ich sitze schon mal. Gut. Guten Abend, Han Solo. Welche Taste ist die Handbremse? Ich weiß es gar nicht. Also, ich glaube, eine Handbremse hat das Ding nicht. Ich denke auch, eher weniger. Ich habe das gerade angebracht, aber irgendwie fährt das gar nicht. Irgendwas fehlt noch. Power off, ja. Engine on. Ah, jetzt. So. So, auf den Pad steht der erste PTV, wer haben will. Wer will? Haben wir irgendwo davor. Thank you.
bleib jetzt lieber mal hier stehen, dass ich nicht gleich irgendwo dagegen fahre. Gut. X scheint wohl eine Bremse zu sein. Okay. Gut. Wenn ihr jetzt alles soweit Ding und die Fahrzeuge holt, erzähle ich euch mal, um was es hier geht. Wir werden als erstes mal relativ nah um die Station fahren. Also wir fahren einfach um dieses große Landing-Pad, das wir haben. Es wird einfach gefahren, es ist egal, wer als erstes ist. Ihr müsst nicht rasen oder sonst irgendwas. Und während ihr um die Station rumfahrt, werde ich ab und zu euch Aufgaben geben, die ihr machen müsst. Oh oh. Und dann müsst ihr einfach diese Sachen machen. Und ja, wenn irgendjemand eine Aufgabe nicht schafft oder wenn sonst irgendwas passiert, dann scheidet der natürlich aus. Mhm. Und wer zum Schluss übrig bleibt, ja, der hat gewonnen. Ganz einfach eigentlich. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, es kommt nicht drauf an, wie gesagt, es kommt nicht drauf an, hier zu rasen oder sonst irgendwas. Es kommt auf das Überleben, Ankommen, Aufgaben erledigen. Und einfach hier um da um das. Einfach um diesen Landeplatz, wo die C2 draufsteht. Wie gesagt, okay. Nichts Besonderes. Nicht stehen bleiben, sondern auf jeden Fall, jeder muss fahren, jeder muss sich bewegen. Mhm. Und dementsprechend. Okay. Geht eigentlich doch ganz einfach. Ja. Und was ist da gerade schon explodiert? Ich weiß nicht. Ich habe auch irgendwas gehört. Ich auch nicht. Ich habe irgendwas gehört, aber noch nichts gesehen. Irgendwas hinter. Ja. Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Da bin ich mal gespannt auf die Aufgaben, die du dir da ausgedacht hast. Okay, ich glaube, ich weiß es, was es war. Unser Captain Future hat hier den ersten PTV geschrottet. Oh, das geht doch gar nicht so leicht, habe ich gedacht, oder? Ich weiß es nicht, aber anscheinend. Ja, deswegen, wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber deswegen nicht rasen. Und bitte, Blaze, ich glaube, das ist deine, bitte die 100i vom Pad wegmachen. Wie gesagt, also bitte hier nichts abstellen. Also ich fahre jetzt hier so rum. Okay? Und genau. Ich bin mal gespannt auf Horistas Aufgaben. Ich habe irgendwie Angst vor den Aufgaben. Ja, wie gesagt, erstmal, wie gesagt, noch nicht hier, wie gesagt, wenn ihr losdüst, dann kann es immer mal scheinen, dass ihr dann Ding. Also kommt alle hier erstmal dann jetzt vor die C2, also an die Spitze von der C2, nicht aufs Pad, sondern unten stehen bleiben. Mhm. Mhm. Alle mal hierher und dann gucken wir mal. Gut. Ups. So, dann schauen wir mal, wie gesagt. Hock Darleiter hat Angriff erhalten. So, Angriff? Was machen wir da? Wir machen nichts. Was machen wir da? So, also da vorne sind schon die ersten da. April-Jung sehe ich schon. Carolina ist noch da hinten. Ach so, Carolina, das ist nicht die Spitze. Das ist nicht die Spitze. Ja, stimmt. Das ist ja das Hinterteil. So, Matt ist auch auf dem Weg. Captain Future holt sie. Also Captain Future ist ja gestorben und der müsste dann wahrscheinlich jetzt gleich nochmal kommen. Ja, super. Hätten wir eine Kerek nehmen sollen. Ja, aber eigentlich ist ja nicht geplant, dass jemand stirbt. So, dann muss ich gerade mal noch schön mich hier. Der Schuh braucht noch hinstellen. Auf dem ein PTV. So. Dann hole ich dir einen schnell. Ja, warte, ich kann ja hier. So, nö, ja, alles gut, ich hol einen. Ich dachte, er hat vorhin schon einen gehabt. Bisschen kompliziert. Ach was. Und hallo Lola Naru. So, wie viel stehen jetzt hier schon? 1, 2, 3, 4. Schade, das sehe ich dann gar nicht. Ach so, das sieht man nur in der Innenansicht, die Marker dann halt, gell?
wer das braucht. Die brauchst du, das brauchst du auch nicht. Ja, mich würde es interessieren, wer das ist, wer da steht. So, also ein PTV steht draußen für denjenigen, der einen braucht noch. Ob sich die Tastenbelegung geändert hat, Vierbein? Stellenweise ja, aber wie gesagt, zum Fahren wüsste ich jetzt nicht. Zum Fahren geht's, oder? Ganz normal. Ja. Also, hat sich mal nichts seit 2 Wochen geändert. Da, wo ich das letzte Mal hier saß. Gut, so, also, dann hoffe ich doch, dass wir jetzt gleich also loslegen können. So. Links rum oder rechts rum? Wir fahren im Uhrzeigersinn, also rechts rum. Mhm. Von euch aus gesehen dann dementsprechend rechts rum um die Station. Was macht denn der neben mir? Ich weiß nicht. Jetzt hat er aufgehört. So, also der okay. Es kommt noch jemand. Hier kommt noch einer und dann ist, ich weiß nicht, ob Blaze jetzt auch einen holt oder so. Ich glaube schon, Aprilon. Ach, ist das Mariko da, oder? Der Kopf bewegt sich immer, jetzt nicht mehr. So, okay. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob Blaze Guardian jetzt nein, er geht nicht mit. Gut, also, dann legen wir los. Einfach rechts rum um den Landeplatz immer fahren. Ganz gemütlich, ihr braucht nicht zu hetzen, auf die Plätze, fertig, los, rennt nicht zusammen. Da hat da jemand einen gerammt hier. Rennt nicht zusammen, es ist, wie gesagt, es geht nicht ums Ding, es geht nicht ums Ding, es geht um Fahren und ums Überleben, ganz wichtig, es geht ums Überleben. Ich erinnere, das war ein Autoscooter gerade hier am Anfang irgendwie. Ja, deswegen. Alle fahren ineinander. Ihr müsst nicht hetzen oder sonst irgendwas. Ich habe gerade alle überholt, fast. Ja, musst du nicht. Es ist der Wahnsinn. Da hat irgendjemand gerast. Ja, hier wird gleich gerast und gefahren und ich glaube, in 5 Minuten ist irgendwie jeder tot. Ich habe gerade irgendjemanden gerammt, wer war das? Ja, ja, du hast irgendjemanden gerammt, ja, ja. meins ist aber auch kaputt. Also. ich hab bloß so 2 Räder. Oh. Hallo, ich bin auch nur ein bisschen zu rangekommen, das war gar nicht schlimm. Die sind überhaupt, die halten gar nichts aus, die Teile. Oh. No. Ja, okay, dann sind wir wieder bei dem Thema, dann holt euch einen neuen. Boah, ey, das ist ja echt hier. Ich hab nichts gemacht, ich bin nicht angerempelt worden. Oder ich hab niemanden angerempelt, sagen wir mal so. Gut, der Rest, der jetzt gerade außen rum fährt, stehen bleiben, also ihr braucht nicht weiterfahren, bis Carolina wieder ein neues Fahrzeug hat. Upsi. Ja, okay, also dann, ich glaube, wir werden das Ganze jetzt noch mal in Ruhe starten. Also vorsichtig fahren, ja, ganz entscheidend. Also man darf gar vorsichtig nicht fahren, nicht rasen, ihr braucht nicht, es ist, wie gesagt. Man darf gar nichts wohin kommen. Captain Future ist auch gleich da und dementsprechend. Ja. Aber dass die so wenig aushalten? Ja. Deswegen ist ja mein Motto gewesen, nicht rasen. Deswegen ist das Ganze so geplant, nicht rasen und alles. Ja, okay. Gut, jetzt haben wir das mal gesehen. Ja. Ich halt jetzt Abstand vor allen so. Das ist gut. Okay, gut. Es war aber trotzdem witzig. Das ist schön. So, aber ab sofort, also wie gesagt, es ist jetzt, wir nehmen das jetzt mal als Proberunde.
Ja, genau. Und dementsprechend einmal, wie gesagt, machen wir das noch. Und wer jetzt hat, dann stirbt oder rausfliegt oder sonst irgendwas, der ist dementsprechend weg. Ja. Der ist dementsprechend weg. Alles klar. So. Ja, Mavlico. Jetzt hat jeder gesehen, dass Rasen eher negativ ist. Und deswegen. Ich bin gar nicht gerast. Ups, ich bin einfach nur. Nee. Das war einfach zu eng da. Nein, aber wie war das? Ich bin nicht gerast und dann vorher, jetzt habe ich alle überholt. Die anderen waren halt einfach zu langsam. Aber ich bin ja nicht gerast. Oder du zu schnell. So, okay, gut. Jetzt bin ich wieder da. Und Hahn, ja, mach ich. Der Schuh, ich war so gut in der ersten Runde. Oh. Okay, ich halte einfach Abstand. Ja, gut. So, also, da hinten ist Captain Future. Der ist, so wie es aussieht, jetzt dabei, gerade sein Fahrzeug zu holen. Matt braucht ein bisschen länger. Ich trinke mal nochmal was. Aber das funktioniert schon. Nee, ich habe gerade, irgendjemand hat die Hahn, hast du die Einladung abgelehnt? Dein Rückwärtsgang fährt auch vorwärts, Vierbein. Was machst du denn? Man muss ja auch nicht rückwärts fahren. Es geht um vorwärtsfahren. So. Da beobachtet uns jemand aus der Luft. Ja, Blaze. So. Gut. Genau. Wo ist Captain? Captain ist, glaube ich, er fährt gerade los. Captain fährt gerade los. So, gut. Also, wenn Captain da ist, dann geht das Ganze gleich nochmal los. Also, jetzt fahrt mal alle vorsichtig. Ja, ja. Yes, es ist sich selbst an die Nase fassen oder so. Ja. Ja, genau. Ich mach das ja. Du machst das, das ist gut. Okay, gut, also. Sind wir jetzt alle? Dann ist Captain ist immer noch da hinten. Ich hoffe, dass er jetzt dann gleich angedüst kommt. Bitte Ram. Ja, ja, vielleicht hilft es ja, genau. So. Na egal, gut. Ich glaube, Captain wird bestimmt hier gleich auftauchen. Dann sage ich jetzt, so, los geht's. Einmal okay. Im Uhrzeigersinn um die Station raus rumfahren. Ja, los geht's. Los geht's. Langsam, ihr habt Zeit. Also ich halte jetzt Abstand. Ihr müsst nicht hetzen. Ich mache jetzt einen ganz großen Bogen hier. Ja. Wie gesagt, einmal immer um die Station umfahren. Ich fahre hier um die Kirschen rum. Das ist auch nicht so toll. Da steht so viel Zeug im Weg. Aber, also das lenkt aber auch blöd irgendwie. Ja, wie gesagt, man muss schon feinfühlig mit dem Ding fahren. Voll. Oh Gott, da war schon wieder eine Lampe im Weg. So, gut. Und dann, dass wir dann langsam also, dann mal gleich zu den Aufgaben kommen. Weißt du, manche bremsen aber auch so abrupt. Ja. Also der da vor mir, wer ist denn das? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ist das Ding. Also, egal wie. Wir legen jetzt los. Also, ich zähle jetzt von 5 runter auf 0. Bei 0 bleibt ihr alle stehen, steigt aus, rennt zum nächsten Fahrzeug, wo ihr hier rumstehen seht. Also, wenn irgendjemand anders ausgestiegen ist, steigt dort ein und fahrt sofort weiter. Aha. Okay. Also, das Erstbeste, den erstbesten Button nehmen, der irgendwo, Bucky, der rumsteht, nehmen und wieder einsteigen, weiterfahren. Ja, ja. 5, 4, 3, 2,
1 stehen bleiben. Alle stehen bleiben, sofort stehen bleiben. Aussteigen. Stehen. Aussteigen. Was sind da denn irgendwo stehen? Hinrennen, wo einer ist. Ist hier und wieder sind, einsteigen. Das sind nur kaputte. Ja, such dir einen. Ja. Ich nehme, glaube, das ist, glaube ich, 4 Beins. Nehmen wir mal den. Ja. Hauptsache, es wird einer genommen. Los geht's. So. Hallo Dahur, guten Abend. Also, weiter geht's. Hat ihr da einen gefunden? Ich muss gucken, manche rennen immer noch. Das kann ja nicht sein, es muss doch aufgehen. Ja doch, wenn jemand immer schneller war in dem. Also hier steht nur einer, gell? Also. Ist es ein Ganzer oder ist es ein Kaputter? Ja, das ist, glaube ich, meiner gewesen. Ah, da sitzt jetzt auch jemand drin. Nee, der steigt jetzt wieder aus. Ja, aber Carolina, fahren. Ja, nicht stehen bleiben. Ich fahre. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Wie gesagt, das sind jetzt Dinge. Also, wie gesagt, normalerweise könnte ich jetzt dann irgendwann sagen, der Letzte wäre ausgeschieden. Ach so, der jetzt keinen hat, oder was? Der Letzte, der dann zum Beispiel auch eingestiegen ist. Weil die haben tut ja jeder einer. Es hat ja vorher auch jeder einer gehabt. Also, aber schau mal, da steht immer nur der. Keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall. Aber du weißt doch gar nicht, wer als letztes eingestiegen ist. Ich sehe schon. Also ich hätte jetzt zum Beispiel schon gesehen, wer als letzte. Ach so. Gut. So, also, dann machen wir weiter. Horis, das sieht alles. So. Und jetzt, wenn ihr an der. Was tut denn der? Geh mal, fahr da weg da. Wenn ihr am Heck des Schiffes ankommt. Ja. Alle, die am Heck des Schiffes ankommen, einmal durchs Schiff durchfahren. Oh, okay. Nicht umwenden und rückwärts fahren, sondern erst, wenn man am Schiff vorbeikommt. Einmal durch das Schiff durch. Ja. Nie Straßen, alle rein, also, einmal durch und dann wieder im Uhrzeigersinn. Die fahren alle immer ineinander rein, gell? So, irgendwas hat gebollert. Also, Wer ist ausgestiegen? Da hinten steht einer. Okay, also, ich glaube, da hätten wir den ersten Ausgeschiedenen. Oh nein. Hey, wie kann man dann... Entschuldigung. Oh, es tut mir leid. Wieso? Hä, ich mach rückwärts? Oh nein! Ich hab nur noch... Shit, ich hab ein Rad vorne verloren, deswegen rate ich so komisch durch die Gegend. Oh, das bremst gar nicht mehr. Das bremst nicht mehr. Oh Mann. Das war's jetzt. Jetzt sitze ich hier fest. Oh mein Gott. Nein, ich bin da irgendjemandem aufgefahren. Das tut mir leid. Und dann habe ich mein Rad verloren. Gut, also dann alle stehen bleiben. Ja, ich stehe schon. Einfach stehen bleiben und im Auto sitzen bleiben. Ich stehe im Felsen. Ja, dann lebst du noch. Ja, ich steig mal aus. Ja, dann steig aus und Ding. Alle, wie gesagt, stehen bleiben, nicht mehr fahren. Gott, ich bin jetzt hier irgendwo am Ende der Welt. Ich bin in Abgrund. Gut. Wie komme ich da wieder hoch? Dann gucken wir mal. Das wird jetzt spannend, wie ich Wir holen dich. Wir holen dich ab. Meinst du, da habe ich zu Fuß keine Chance, oder? Doch, du kannst auch zu Fuß. Alles gut, wie gesagt. Das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Wir kommen. Ich hole sie ab. Ja, Matt sagt gerade, er holt dich. Also, dann einfach kurz warten. Matt kommt runter und Dankeschön. Hol dich. Ja, weil das ist ja, wie gesagt, also du darfst ja eigentlich nicht ausscheiden. Ja, ja. Das wäre ja dann ein bisschen... Ich war da irgendwie jetzt, ich weiß es nicht, zu schnell. Ja. Bin irgendjemandem hinten drauf gefahren. Guten Abend. Humor.
So, Matt kommt gerade runter und der hat dich dann gleich. Oder ich könnte ja mal hier versuchen, hoch zum Klettern. Na, mach nicht, dass du noch, irgendwas, dass du noch fällst oder sonst irgendwas und stirbst. Oh nein. Oh, jetzt bin ich umgefallen, aber nur weil von dem Windstoß da. Ja. Vom Raumschiff. Oh Gott. Schnell rein. Abrillion, ja, das kann durchaus sein. Wie gesagt, deswegen immer wieder meins, langsam fahren. Ganz entscheidend. Ihr müsst die Straßen gar nichts langsam fahren. Langsam, langsam, langsam. Wie, was kann es sein, dass man vom Spiel nichts mehr hört? Dass bei dir der Ingame-Sound ist, da ich das aus habe, kann ich es echt gerade eine Sache. So, also dann Carolina, ein neues Fahrzeug für dich. Steht auch schon da. Steht auch schon dort, sehr schön. Das ist ja hier voll der Service. Ja, natürlich. Wie immer halt. Ja. Also. Ja, wir bräuchten irgendwie stabilere Fahrzeuge. Nein, das ist stabil genug. Wir können auch mit dem Panzer fahren, aber das ist dann, dann kann man rasen, wie man will und dann passiert nichts. Ja, das stimmt. So, Dala, okay, dann starte ich nochmal. Wo sind denn alle? Die stehen außen rum. Also wie gesagt, die stehen alle außen rum. Das heißt, du musst einfach herkommen, dich wieder einordnen in die Reihe zum Außenrumfahren und dann geht's gleich weiter. Gut. Hier stehen schon lauter kaputte rum. Blaze, das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht, weil wie gesagt... Achso, ich muss ja an die Spitze. Da geht's ja immer los. Nee, du musst nicht an die Spitze, du musst einfach irgendwo hin, dass du weiterfahren kannst. So, also Carolina ist da. Ja. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, alle weiterfahren. Alle weiterfahren. Los im geht's. Uhrzeigersinn, langsam außenrum. Ja, also ich halte jetzt noch mehr Abstand. Wie viel sind es jetzt denn noch? Uff, sind ein paar. Blaze, ich komme runter. Das ist so, auch cool. Gut. Hier 3 Reifen, die vor sich hin brennen. Oh Mann. So. Also. Wieso leuchtet es? Es geht weiter. Es geht weiter mit Spaß. Ja. Ich zähle jetzt von 5 runter. Und ich zähle von 5 runter und dann sage ich, was ihr machen sollt. Also ich sage es nicht vorher, ich sage es dann, was ihr machen müsst, sobald ich runtergezählt habe. Und dann instant auch sofort machen. Mhm. Also 5, 4, 3, 2, 1, anhalten, aussteigen, ins Schiff laufen. Neben der Leiter liegt eine Kiste. Diese Kiste nehmen, die neben der Leiter liegt und rausbringen zu... mir, da wo ich stehe. Aha. Und bei mir ablegen. Okay. Und dann, wenn ihr sie abgelegt habt, sofort wieder ins nächste Fahrzeug, das ihr findet, einsteigen, weiterfahren. Da war ein Fahrzeug schon voll kaputt, das will ich nicht haben. Ja, Abrillion. Der erste. Ups. So, und sofort das nächste Fahrzeug nehmen, Captain Future. Und Carolina. Ablegen, ja. Hinschmeißen die Kiste. Moment. Hopp, und nein, einsteigen. Auf, du bist ja, die Letzte. Ja, ich weiß. Hilfe. Ich muss doch schon mal irgendein Fahrzeug finden. Ja, dann an Tempo. Oh Gott, das ist ja stressig. Ja, natürlich ist es stressig. Ah.
Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich das Kaputte nehmen. Oder ich setze einfach zu jemandem rein. Nein, du nimmst ein Fahrzeug. Das ist ja wieder. Ah, ja. Ah, das ist, glaube ich, sogar meins gewesen hier. Sehr gut. Das nehme ich wieder. Ja. Wie gut, dass du hier eine Sonderstellung hast. Ja, da habe ich wirklich Glück gehabt. So, gut. So. Also, wir sind alle wieder hier. Gut. Am Fahren. Gut, alles klar. Oh Gott. Hui. Dann machen wir das jetzt natürlich weiter. Mhm. Ich zähle wieder runter. Und dann schauen wir mal. Mhm. Also. 5, 4, 3, 2, 1. Allem vorne ins Schiff reinfahren, im Schiff wenden, wieder rausfahren. Oh Gott, das geht nicht gut bestimmt. Vorne ins Schiff. Vorne ins Schiff. Nicht hin. Über die Rampe, ins Schiff, im Schiff. Ich wäre gerade hier im Schiff wenden und wieder rausfahren. Okay. Dann schauen wir mal. Captain Future, ui, Gegenverkehr. Ja. Oh Gott. Gegenverkehr. Die Frau Carolina ist wieder sehr schnell. Ihr sollt nicht rammen gegenseitig. Ja, ich will hier weg. Das geht nicht. Oh. Ja, du hast schon wieder deine Vorderräder abgefahren. Du schiebst dein Gegenüber gerade irgendwie immer weiter weg. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Ups. Ich will raus hier. Oh, vier Beine. Es tut mir leid. Ach, übrigens, die Kerek steht auch aber da, er fährt falls noch. Jemand verorten will. Aber schau, Vierbein fährt noch. Sehr gut. Und der hat gerade irgendjemand über den Haufen gefahren, oder? Den Schuh, der liegt hier. Ja, okay. So. Also, oh. Carolina, du brauchst irgendwie schon wieder ein neues Auto. Ja. Gut, dann alle stehen bleiben. Solange Carolina kein Auto hat, braucht er nicht weiterzufahren. Also wie im echten Leben. Ja. Ich brauche immer ein neues Auto. Aber wenigstens konnte Vierbein nur weiterfahren. Ja, Gott sei Dank. Ja. Sonst wärst du schuld, wenn er ausgeschieden wäre. Mhm. So, jetzt muss ich da jetzt nochmal hinspringen. Dahinter. So. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich bin ja nur da reingefahren und dann war es ja schon so. Ja. Also sagen wir so, du bist oben über die Kante gejumpt. Wie eine Sprungschanze. Ja, das ist auch so, wenn der fährt ja so ganz langsam die Rampe hoch, gell? Dann denkt man immer, der kommt da gar nicht hoch und dann drückt man aufs Gas und dann schanzt da halt ein bisschen rein. Ja. So. Oh Gott. Ja. So, ja, also. Genau, also im wirklichen Leben, da konnte ich nichts dafür. Ja, gut. Da konnte ich nichts dafür. So, also. So. Dann gucken wir mal. wo ist es denn? Hier. Vierbein, ja, ich glaube auch. Was? Oh! Kein Kommentar. Ja, irgendwie auf die Idee, dass ich sie vielleicht ausschalten könnte, da bin ich irgendwie gar nicht drauf gekommen. Naja. Ich lerne ja nur dazu. Coronal, das ist ganz normal hier.
Der normale Wahnsinn. Also. Gut. Ja, stimmt. Du weißt es mittlerweile auch, gell? Das ist jetzt so. Oh ja, genau, Mariko. So, okay, gut. Das ist schön, dass ihr alle auf mich wartet und jetzt fahre ich wieder los. So. Gut. Oh. War wohl eine Lampe hier. Und jetzt dann wieder da vorne einfach. Ja, wie gesagt, einfach wieder irgendwo hinstellen, wo dass wir das dann weitergehen kann. Gut. So, wenn du da bist, dann einfach wieder weiterfahren, gemütlich einmal um das Petrum im Uhrzeigersinn. Nicht Straßen, nicht strängeln. Wir haben Zeit. Ja, da wäre schon wieder. Also. Hallo? Was tut er? Der fährt rückwärts und schaut nicht. Wer ist denn das? Dann musst du, weiß ich nicht, dann musst du schauen. Captain Future, was tust du? Der verwechselt dauernd einen Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang. Da muss ich schauen, ja klar. Ja, natürlich musst du schauen. Jeder muss aufpassen. So. Kommt, es geht munter weiter. Es geht munter weiter. Also. Captain Futter, der schiebt es immer auf sein Auto. Es geht munter weiter. Ich zähle wieder runter für die nächste Aufgabe. Ja. So. Also. 5, 4, 3, 2, 1, anhalten. Die Pakete, die ihr rausgebracht habt, nehmen, wieder reintragen. Ah, und wo liegen die jetzt? Die liegen immer noch da, wo ihr sie vorhin abgelegt habt. Hm. Los geht's. Und für alle, die vielleicht Glück haben, in einer der Kisten ist ein goldenes Ticket. Ein goldenes Ticket? Und wie gesagt, reintragen, oben abliefern, da wo sie waren, neben der Leiter. So, Aprilion ist der Erste. Oh, schneller! Captain Future! So. Die Frau Carolina. Frau Carolina ist auch wieder da. Ja. Ich habe immer Probleme, das abzustellen. Da kommt dann immer Carry, wenn ich da drauf drücke. Oder Inspect. Will ich nicht. Ich will es einfach nur hinstellen. Ah, jetzt. So. Blaze, fahr bitte mit deinem STV weg. Ich habe es dir vorhin schon mal gesagt. Oh, oh, jetzt gibt es einen kleinen Strafzettel. Ja, so ungefähr. Wie gesagt, ich habe gesagt, du darfst ruhig hier sein, aber bitte nicht dazwischen drängeln. Hallo Cowboy und Lord Akira, dankeschön. Schon seit 29 Monaten. Wahnsinn, du bist auch schon ewig. Dankeschön, schon ewig dabei. So, sind alle in den Fahrzeugen? Fahren. Nein, ich nicht. Ich bin hier nur am hier machen. Ja, und wo war jetzt da ein goldenes Ticket dann eigentlich? In einer der Kisten, ich weiß es nicht. Ich auch nicht, ich habe nicht reingeguckt. Ja. Hätte ich noch reinschauen müssen? Wenn du das goldene Ticket willst, dann hättest du reinschauen müssen. Ich weiß nicht, ob es einer sich rausgeholt hat. Es hat keiner was gesagt. Sie sind alle wahrscheinlich ein bisschen, haben sich beeilt. Ja, du hast nämlich auch nicht gesagt, nicht reingucken. Deswegen hat es bestimmt keiner gemacht, gell? So, jetzt habe ich hier noch ein Auto. Da hocke ich mich jetzt mal rein. Ja, dann auf. Ja, so. Ja.
So ist die Was? Frau Carolina da. Ich brauche kein goldenes Ticket, warum? Also. Weil Caro schon das hat, was man mit dem Ticket anfangen kann. Ach so. Gut. Ups. So, los, weiter. Guten Abend. Jo war das, oder? Jo. War das Jo? Jo, ja. Juhu. Yes. Also, wir fahren einfach mal wieder. Genau, ihr fahrt mal wieder. So, dann der nächste Aufgabe. Ja. Die funktioniert ganz einfach. So, ich zähle runter und los geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Einmal hinten ins Schiff reinfahren, nicht wenden, sondern rückwärts rausfahren wieder. Also vorwärts reinfahren, rückwärts rausfahren. Vorwärts reinfahren? Hinten? Ja, vorwärts reinfahren und aber einfach hinten ist aber Bis ungefähr in die Mitte und dann wieder rückwärts rausfahren. Aber du hast gesagt hinten reinfahren, oder? Ja, hinten reinfahren, genau. Ja. Hinten ins Schiff reinfahren. Ach nee, da ist ja vorne. Was macht ihr da unten wieder? Nix, also jetzt muss man hier reinfahren und dann sag mal nochmal schnell. Oh, der brennt hier vor mir. Und dann rückwärts wieder rausfahren. Also nicht wenden, vorwärts reinfahren, rückwärts rausfahren. Bis zur Mitte und dann rückwärts? Ja, bis in die Mitte und rückwärts raus. Mhm. Weh, da ist jetzt jemand hinter mir. Ja, da musst du nach hinten ja, gucken. Ja, ich guck schon. Weh. Oh, ich brenne irgendwie ein bisschen. Oder? Irgendwas ist ein bisschen so orange. So ein bisschen. So. Haben wir schon Horrormasken gefunden? Nee? Nein, nein. Wir suchen auch gerade nicht. Wie gesagt, wir sind ja hier beim Rennen. Okay, so, und dann? Wie lang fährt das so? Ein bisschen brennend? Explodiert das dann irgendwas? Das brennt Ding. Aber ich habe jetzt unseren Captain. Unser Captain ist wohl irgendwie out of Fahrzeug. Dementsprechend ist, so wie es aussieht, unser Captain leider wohl ausgeschieden. Oh nein. Ja, ja, irgendwann müssen die Leute ausscheiden. Also ja. April Jung ist noch da, du bist noch da und ich glaube, Broska müsste der Letzte sein. Ich habe da keinen Namen von ihm. Okay. Dementsprechend müsste das der Letzte sein. Dann müsste die jetzt gerade noch zu dritt sein. Mhm. Der brennt auch hier neben mir, vor mir. Ja, gut. Passt. Vierbein ist das. Vierbein ist da. Vierbein, okay, dann ist es also Vierbein, von dem, wo ich keinen Mager habe. Ja. Alles gut, dann passt das. Vierbein brennt. Bisschen. Okay. Gut, also dann geht's weiter. Wir haben natürlich die nächste Aufgabe. Ja. Ups. So. Also immer schön weiterfahren. Ja. Alles. Immer schön weiterfahren. Du Little, danke schön. Schon seit 7 Monaten. Danke dir. Danke, danke. Wir werden das Ganze jetzt ein wenig schwieriger machen. Also, ich zähle runter und dann sage ich euch, was ihr machen sollt. Nein, heute ist nicht Montag. Gestern hat der Karolinger gestreamt. Und ich dafür heute. So, also. Ja. Ihr steigt ins Schiff ein. Stopp, ich muss erst runterzählen. Halt, stopp, nix. Weiterfahren. Sorry. Also. Nein, ich will da aber nicht vorbeifahren. Hier ist nämlich gerade der Eingang vom Schiff. Ja, siehst du, deswegen. Deswegen. Immer weiterfahren, nicht anstellen. So, also 5, 4, 3. Ah, nee, hier ist der Eingang. Ja, aber du weißt nicht, was du machen sollst. Also nicht stehen bleiben, weiterfahren. Ja, jetzt zähl halt mal runter. Ich sehe, dass du fährst. Also,
Und wenn du immer wieder unterbrichst beim Zählen, dann geht's endlos weiter. Also, 5, 4, 3, 2, 1. Hinten ins Schiff reinfahren, im Schiff aussteigen, eine Kiste holen, mit dieser Kiste hinten rauslaufen. Mit dieser Kiste hinten rauslaufen, einmal ums Schiff rumlaufen. Einmal ums Schiff rumlaufen mit der Kiste. Die Kiste wieder ins Schiff bringen. Und ablegen, einsteigen ins Fahrzeug und wieder rausfahren. Aha, das muss ich mir dann nachher nochmal sagen. Ja, einfach reinfahren, aussteigen, Kiste nehmen, aussteigen, ums Schiff rumlaufen mit der Kiste, einsteigen, ablegen, Fahrzeug nehmen. Also jetzt ums Schiff mit der Kiste? Einmal mit der Schiff, mit der Kiste ums Schiff. Im Uhrzeigersinn. So, oh, Kaue, das sind sie. Vierbein und Carolina im Spurt. Und Aprilion rennt hinterher. Der Sprint beginnt. Also. Hey, kürzen, da weint man hier ab. Jetzt wieder rein und dann das da abstellen. Und jetzt wieder rein, Kiste wegschmeißen und rausfahren. Okay. Die sind alle ganz dicht zusammen. Aha. Wir haben trainiert. Ja. Los geht's. So. Weil es könnte durchaus sein, dass es gleich hinten die Heckklappe zugeht. Hä, warum? Weil sie halt aus Versehen zugeht. Oh nein, um Gottes Willen. Das ist halt ganz schön anstrengend. Oh nein, jetzt habe ich auch noch dieses brennende Ding da. Das war doch der von Vierbein. Und bin aus Versehen in das gestiegen. Nein, schnell raus! Okay, gut. Und jetzt? Carolina, bleib kurz stehen. Warum? Steig aus. Schnell. aber pst. Als würd's gerade keiner sehen. Als würd's gerade keiner sehen. Nein, ich kann nicht. Ich komm da mal hier rein. Ich muss. Warte, ich fahr. Hat keiner gesehen. Hey, wer ist das jetzt? Da hat sich jemand reingedrängt. Vierbein. Die Ratte hat sich da gerade reingesetzt in Mainz. So, und jetzt? Was hast du jetzt wieder kein Fahrzeug in der Watt hier gerade? Nein! Vierbein hat sich da gerade reingedrängt hier in das. Warte, also kommt gleich eins. Nein, er ist wieder ausgestiegen. Oh Mann. Oh. Also. Oh. Meine Lachmuskeln tun weh. Ja, Carolina, los geht's, weiter geht's. Fahren. Oh, jetzt sitzt irgendjemand neben mir. Ja, Blaze sitzt neben dir. Einfach fahren. Oh Gott, oh Gott. So. Hallo, Lev Steiner. ja, ich fahr mal weiter. Jetzt ist keiner mehr für mich übrig, sagt der Vierbein. Doch, da kommt Vierbein, da kommt einer. Ich bin schon da. Ja, aber warum hat... Stopp, jetzt die Frage, warum hat Vierbein kein Fahrzeug? Seiner liegt auf dem Kopf und Carolinas habe ich weggefahren. Gut, dann muss ich sagen, Vierbein, wenn deiner auf dem Kopf liegt und du kannst nicht weiterfahren, dann ist dann eigentlich das ausgeschieden, heißt das eigentlich ausgeschieden. Wie gesagt, also wenn das dann so ist, dann heißt es eigentlich ausgeschieden. Was macht denn er da eigentlich?
Schau mal. Und dann haben wir noch, jetzt noch Aprilion. Vierbein sagt, er parkt immer so auf dem Dach. Und ja. Aber wie gesagt, wer nicht mehr weiterfahren kann, das tut mir dann leid. Aber dann ist es ja auch eigentlich gepackt. Dann haben wir es ja. Dann ist ja, bist ja du noch da und Aprilion da. Und dementsprechend haben wir dann eigentlich einen Gewinner für heute. Dann ist Aprilion unser Gewinner. Wo ist denn der? Ah, der hier. Fährt hinter dir. Ah, da. Der fährt hinter dir. Also. Sehr gut. Dann haben wir das doch, oder? Der irritiert mich hier. Der hier dann drauf kommt, ist. Dann kommt einfach alle mal her, nach hinten ans Hinterteil vom Schiff, aussteigen, anhalten und dann, ja. Dann gibt es noch die Siegerehrung. Und dann gibt es noch die Siegerehrung erstmal. Eieieiei. Hast du das Siegertreppchen aufgebaut? Nee, aber was? Stopp, das kann man machen. das so Siegertreppchen können wir bauen. Ja, so Kisten. Ja, wollte ich gerade sagen. So. Angekommen. Hoi. Vorsicht, nicht, dass er erschlagen wird. Hahn wird's eng. Oh, das tut weh. Also. So, da kommt schon eine Kiste. Da kommt schon die Kiste. Die Siegerehrungstreppchen. Ich trage auch mal. So. Wieso? Bist du auch Gewinner? Hast du auch, darfst du dich auch aufs Treppchen stellen? Nein, wir brauchen ja einen ersten, einen zweiten und einen dritten Platz. Ja, aber wir stellen nur den ersten auf das Treppchen. Ach so. Sonst müssten wir das mittlere Treppchen höher bauen. Ja, da hätte ich jetzt halt zwei draufgestellt. Ja, so. Gut. Warte mal, das muss dann so würde ich sagen, Aprilion, du darfst hier aufs Treppchen steigen. Carolina, stell dich. Oh. Es wird wieder chaotisch. Ja, ich wollte es da oben draufstellen. Ja, das ist, ohne geht's schwierig. Also ohne Traktorstrahl geht's schwierig. Guck, so. Der Schuh hat auch noch ein Paket dabei. Ja. Guck, das mittlere muss höher und dann noch ein Teppich drauf. Genau, der Teppich. Ja, dann hier auf, wo sind die Bauprofis? Ja, irgendwie, also ich bin nicht so gut hier im Bauen, hast du ja gerade gesehen. Ja, genau. Ja, genau, und jetzt machst du es noch daneben mal. Und dann passt es eigentlich schon. Na, dann mach der mal. Dann müssen mal die Bauprofis hier rein. So, Carrie. Ob das klappt. Was muss dann? Naja. Also, dann... Wenn ich hier Plays mache und das dann also, dann muss das doch gehen eigentlich. Hier so daneben. Ja? Ah, das ist ein bisschen zu weit hin. Ja, passt doch. Also dann Carolina, geh auf dein Treppchen da, wo du gerade hingestellt hast. Apollon, wenn es klappt, darf aufs mittlere Treppchen. Stehe ich da jetzt drauf? Ja. So. Juhu. Ich glaube, für Aprilion ist es gerade ein bisschen zu hoch. Oh nein. Ja, okay. Ach Mann. Das hat ja überhaupt nicht geklappt. Aber ja, deswegen, weil mehr wie eine Kiste ist dann immer schwierig. Aber das hat doch so gepasst. Carolina, geh mal in die Außenansicht. Warte. Dann kannst du das Ganze hier dann auch von der Außenansicht zeigen. Das ganze Spektakel. Das ganze Spektakel. Mach. Warte mal. Dann passt ups. Das. Ups. Ah, was ist das jetzt? Ich will mal es weiter weg. So, ich schaue in die andere Richtung. Hammer, oder? Ja. Sieht so halbwegs aus. Und Memory Code passen den Raffle raus. Also.
Oh ja, 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 ja. Abrillon macht hier noch hier die Siegerpose. Yeah. Ja, gut. Natürlich, als Sieger darf er das. Mhm. Muss man. Gut. Gut. Dann hätten wir das. Dann hätten wir das. Dann hätten wir unser Event mal vorbei und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Es war auf jeden Fall witzig. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Spektakulär. Das stimmt. Carolina? Hm? Was würdest du sagen, wollen wir schnell unser Giveaway-Video mal schauen? Das machen wir. Und danach, genau, und danach können wir uns noch eine Runde, es gibt ja die Masken. Ja, genau. Immer noch, die man looten kann. Dass wir uns mal dann auf den Weg machen und schauen, ob wir vielleicht bei der einen oder anderen Station noch eine oder zwei Masken kriegen. Alles klar. Da haben wir noch ein bisschen Zeit dann, oder? Ha ja. Jetzt haben wir ja erst 8:30. Genau, Sister. Dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Giveaway-Video. Bis gleich.
Rico Aprilion ist der Gewinner. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und wir haben jetzt hier in der A1, gell, Platz genommen. Genau, der A1-Bomber. Genau. Und jetzt gucken wir mal noch nach Masken, gell? Ja, ganz genau. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal kurz mal von einer Station zur anderen fliegen. Und schauen mal, ob wir hier irgendwo noch eine Maske looten können. Die gibt es ja immer noch aktuell, diese Halloween-Masken. Der Schuh, danke schön, dir auch noch viel Spaß. Schönen Abend noch. Ja, nächste Woche ist ja Halloween. Genau, und dazu brauchen wir ja Masken, oder? Wie es schön heißt. Genau. Dann heißt es Süßes oder es gibt Saures. Das hat mich früher überhaupt nicht interessiert, aber den Kindern macht es halt so Spaß. Oder gehst du auf irgendwelche Halloween-Partys, oder ist das? Nöp. Nöp. Ist gar nicht meins. Marketingfest. Ja, das ist so. Wobei ich zum Beispiel sagen muss, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der ist da in Halloween richtig, richtig kräftig drin. Und der hat es auch richtig drauf mit Schminken. Und dementsprechend, also wenn der sich schminkt mit seiner Frau, da ist jede Schminke von einem Horrorfilm oder so ein Schotter dagegen. Ja, also das ist schon heftig, was der macht. Ja, und manche dekorieren ja auch dann ihr Haus ganz brutal. Also manche haben da halt einfach Spaß dran, keine Ahnung. Genau. Ja. Also die sind da in Sachen eher schminken, aber wie gesagt, also man erkennt keinen von den beiden dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Also da ist das echt übel. Echt, Mariko, oder? Ist mir gar nicht aufgefallen. Was mit Maike hast du nichts zu tun, Herr Schuh? Die ist doch heute, Dienstag ist heute, genau. Die ist auch, glaube ich, unterwegs im Wörs. So, Carolina, ich lande. Du darfst aussteigen und dann gucken, ob du eine Kiste findest und dann gleich mal schauen, was da drin ist in der Kiste. Schauen wir mal. Danke, Blaze Guardian. Das stimmt, Mariko. Teilweise. So. Naja, jedenfalls gehen wir dann nächste Woche dann hier auch auf unsere Dorf-Halloween-Party. Die geht aber nur 2 Stunden für Kinder. Von 5 bis 7. Am Dienstag ist das, glaub, gell? Halloween, 31. Ja. So geh ich jetzt mal da rein. Ich guck mal da, ob ich da was finde. Ja. Dann kann ich ja nächste Woche am Montag noch schön den Stream machen und am Dienstag dann. Genau, dann kann da jemand anders. Kannst am Montag dich schon schminken und im Stream geschminkt sein, dass du dann am Dienstag dann fertig bist für Halloween oder so. Ja, ja. Also ich kann das nicht mit dem Schminken. Oh, wieso? Hä? Ach, keine Ahnung. Da hat schon jemand reingeguckt, oder? Ja, und keine Ahnung. Die ist auf jeden Fall offen. Kann ich nichts machen. Ja, die war offen. Das ist auch die einzige, glaube ich.
Muss mal gucken. Karolinger ist sexy. Ja. Ja, dann darfst du einfach, wenn keine Kiste da ist, darfst du wieder raus, einsteigen und dann fliegen wir direkt weiter. Ja, das war dann nix. Ich überlege gerade, was letztes Jahr, da hat er hat einen so einen Anzug, so einen. Wie heißt dieses haarige Viech? Wookie? Wookie, ja. Da war's. Ja, das ist doch der haarige da, oder? Ja. Genau. So einen Anzug hat er, Karolin. Den hat er einfach anzogen. Hä? Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Das weiß ich auch gar nicht, wo du hinrennst. Einmal im Kreis. Oh. Reden und gleichzeitig irgendwas machen. Das ist manchmal schwierig. Wie die Masken aussehen. Da gibt es bestimmt irgendwo Bilder, gell? Ja, natürlich gibt es da Bilder. Also es gibt ja diese Vandul-Maske, es gibt diese Heel-Horror-Masken und es gibt dann natürlich die Bärenmasken. Bärenmasken. Ja. Von den Heel-Horror-Masken gibt es ja zwei verschiedene Sorten. Die Vandul-Maske, die ist einzigartig, da gibt es also nur eine. Und von den Bärenmasken gibt es, glaube ich, 5, 6, keine Ahnung, Gott. Die haben wir doch letztes Mal noch. Das war das vor 2 Wochen. Genau. Da haben wir uns doch nur die angeschaut am Schluss. Genau, da haben wir eine Maske dann gefunden. Ich habe ja irgendwie keine einzige gefunden. Du hast, glaube ich, eine gefunden und dann hat noch irgendjemand uns die Masken dann zum Anschauen mal ausgeliehen, sozusagen. Genau, stimmt. Aber es waren auch nicht alle dann. Mhm. Ja, die Bärenmasken schauen echt gruselig aus. Also sowas müsste ich mal aufziehen. Ja. Ja, wobei, also ich finde die Bärenmasken, die passen irgendwie gar nicht. Die Heel-Horror-Maske und die Vandul-Maske, die ist, ja, die passt irgendwo nur so halbwegs ins Spiel rein. Aber diese Bärenmaske, ja, keine Ahnung. Nicht so meins. Ich weiß gerade gar nicht, wie die ausschauen, diese, die anderen. Die, Heel-Horror? Heel-Horror. Hört sich auf jeden Fall gruselig an. Was Bärenmaske macht doch Kaffeesahne. Oh, wie heißt das? Wie heißt denn nochmal Bären? Bärenmarke. Einfach Bärenmarke? Was? Ja. Stimmt. Bisschen albern. Naja. Egal. Ich weiß, Mariko. Also schauen wir mal hier, ob hier auch schon jemand war. Ja. Ups, so, ein bisschen vor. So, jetzt. So. Hast du das gelesen in den Nachrichten, dass irgendwo zwischen Washington und was weiß ich nicht wo, keine Ahnung, da wo ist so ein dritter Pilot, weißt du, auf diesem dritten Sitz, der wollte einfach die Triebwerke ausmachen während dem Flug. Okay, ne. Voll gestört. Ja. Aber die haben den dann überwältigt und dann nach der Landung der Polizei übergeben. Also es gibt echt gestörte Leute. Ja. Mariko sagt dem gerade, dem war langweilig, ja, kann durchaus sein.
Dem war langweilig, ja. So. Da kann man ja mal irgendwie ein bisschen Action reinbringen. Einmal Abwechslung. Ja, also. Ja, hast du gelesen, was mein Rico geschrieben hat? Hä? Ich doch nicht. Während dem Flug mache ich doch sowas nicht. Gott. Ja. Du, weißt du, was ganz komisch ist? Ich drücke hier mal auf Loot, dann geht es so ein bisschen auf und dann passiert nichts mehr. Okay, dann weiß ich, glaube ich, was du hast. Dann hast du diesen, geh mal weg von der Kiste und drück die I-Taste, ob dein Inventory aufgeht. Nee, nein. Gut, dann hast du den Inventory-Bug. Deswegen funktioniert das nicht bei dir. Das ist ja cool, da kann man voll gut nach Masken suchen. Ja, okay. Oh. Genau, du hast einen Inventory-Bug und da ist das Problem, dass du da keine Lootkiste, nichts mehr aufmachen kannst. Geht der auch nicht irgendwann auch mal kein vielleicht... Inventory, kein gar nichts. Geht der irgendwie mal weg dann oder so? Nein, der geht nur weg, wenn du dich aus- und wieder einloggst. Okay, dann musst du vielleicht mal reingucken. Ich bin schon auf dem Weg. Sehr bei gut. Dir ist er letztens weggegangen, wo dich ins Medical Bed gelegt hattest. Nee, das war nicht der Inventory Bug, das war bei mir war es dieser Bug. Ach, dieser Laufbug. Dieser Laufbug. Diese ganzen genau. Bugs. Oh, genau. Und ich kann auch jetzt gerade nicht an die Kiste von Carolina dran, weil die wird dann dementsprechend auch bei mir als geöffnet angezeigt von Carolina. Das ist ja doof. Das heißt, alle Kisten, die du jetzt aufgemacht hast, kann ich ja wieder zumachen. Die kannst du nichts. Aber ich habe trotzdem was gefunden. Was hast du gefunden? Ein Pico-Ball. Ui, süß. Ja, ich würde ihn dir geben, aber du hast einen Inventory-Bug. Macht nichts. Den kannst du dir auch auf den Kopf setzen. Nee, leider nicht. Ja, gut, dann... ja, gut. Gehen wir wieder. Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt es mit dem Knuppen. Das. Oder du loggst aus und wieder ein. Ach so. Ja gut, aber du kannst ja reingucken. Ja, ich kann auch reingucken. Ja, das passt doch auch. Gut, dann darfst du aufsteigen. Ich gehe wieder. Und dann schauen wir mal. So. Ich kann ja dafür fliegen. Ich kann ja fliegen und du guckst in die Kisten. Achso, okay, gut. Dann stehe ich wieder auf. Ja, Arbeitsteilung. Arbeitsteilung, genau. Sonst musst du ja alles machen. Ob ich weiß, was ich da fliege, wieso? Keine Ahnung, was du meinst. Oh, wo bin denn ich jetzt hier gefangen? Das weiß ich auch gar nicht. Wo bist du denn hin? Ja, das frage ich mich auch. In irgendeinem vielleicht im Gepäckfach? Bist du ins Bett gegangen? Keine Ahnung. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte eigentlich nur davor zum Sitz. Dann bin ich irgendwie so ein bisschen nach drüben gekommen und dann bin ich da oben. Nein, das sieht aus wie so ein Gepäckfach. Ja, stimmt. Du bist ins Bett und bist dann in die Wand hochgebackt. Oh. Kommst du da irgendwie raus? Weiß ich nicht so recht. Nach hinten bringen, irgendwie, dass du durch die Außenwand rauskommst oder so. Ja, ich guck. Oder sonst irgendwas. irgendwas verändert sich. So, was ist jetzt passiert? Oh. Ich such dich gerade. Ah, da oben, du bist, da ist sie. Ich bin wieder draußen, sehr schön. Ja, siehst du. Gut. Oh, ist gut. Ja, Mariko, A1. Genau. Das A1-Schiff. 1A-Schiff das oder so. Erste Sahne, 1A-Schiff. Wo gehe ich denn eigentlich hin?
Wo ist denn da eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Aber das frage ich mich manchmal nicht, wo du hingehst. Das Problem ist, manchmal, wenn ich dann hier lese und dann hier irgendwas machen will, das geht manchmal ein bisschen schief. Wo ist denn da der Eingang von dem Teil? Hinten, die Klappe. Aber die ist ja zu. So. Also, dann machen wir doch mal auf. Wenn das irgendwie geht. Kann man dann. Ach, muss ich hier wieder auf das kleine Bild? Auf den Schalter, links auf den Schalter, ja. Oh. Ja. Also, wie gesagt, Horis, das ist ja schon 2 Wochen her, weißt du? Ja. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du bist 2 Wochen spielst du kein Star Citizen. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Da kriegst du bestimmt Entzugserscheinungen. Ich kann mir alles vorstellen. Deswegen, das ist ja das Schlimme. Ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass ich 20 Jahre kein Star Citizen spiele. Hä? Also Vorstellung habe ich. Aber die Frage ist, was ich mir vorstellen kann und was ich mache. Das ist der große Unterschied. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich Millionär bin. Das kann ich mir super vorstellen. Aber ja. Ach bist du das nicht? So. Oh. Ja, okay, gut, hab verstanden. So. Schon Starbucks hier hat geschrieben, ich komme dann nicht mehr raus aus diesem. Ja, wieso? Man kommt meistens immer irgendwo raus. Ich hab's geschafft. Ist gut. Mhm. Aber du kennst ja die A1 noch nicht hier, oder? Nö, eigentlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir dann zur nächsten Station fliegen, flieg einfach mal einmal rund um den Planeten rum auf die andere Seite, wo wieder Tageslicht ist. Mhm. Das heißt, such dir einfach eine Station, die auf der anderen Seite ist. Wo Licht ist. Ja, genau. Welches blinkende Licht ist cool, Mariko? Er meint, wenn die Heckklappe aufgeht, dass dann um die Heckklappe ein rotes Licht ist, dass man den Bereich sieht, wo die Heckklappe aufgeht. Den man eigentlich nicht betreten darf, weil da dann die Heckklappe runterkommt. Was für eine Bombe platzen. bei dem Auto, das wir jetzt haben, da geht immer der Kofferraum so schön automatisch zu. Fällt mir gerade nur ein bei Heckklappe. Muss ich nur auf den Knopf drauf drücken? Ihr habt wahrscheinlich alle schon so ein Auto. Dann geht es zu. Voll Hightech. Wohin fliege ich denn jetzt? Da, wo es hell ist, hast du gesagt. Da, wo es hell ist, genau. Also gestrichelt. Ja. Weil hier ist ja, wir sind ja gerade auf der dunklen Seite. Also ist eigentlich ja wurscht, was ich da auswähle, oder? Ja, ist Wurst. Wurst. Wow. Was? Da ist gerade was entlang gedonnert. Das sah doch mal cool aus gerade. Da unten, meinst? Ja, durch dein Bild, durchs Bild durch. Also ich war in der Außenansicht, da hat es noch cooler gerade ausgesehen. Wir waren ja im Urlaub und dann auf dem Rückweg, da haben wir dann auch links ein anderes Flugzeug gesehen. Also, das war komisch, weil, also ich denke, auf der anderen Seite muss dann auch ein Flugzeug gewesen sein, dass die uns dann irgendwie da so woanders hin begleitet haben quasi, weil das war da gerade so bei Bagdad und so. Auf jeden Fall war das echt, das war komisch. Wo fliegst du hin? Weiß ich nicht so genau. Gut, weil hier ist immer noch dunkel. Also es Was hab ist ich? Immer noch dunkel. Ja, keine Ahnung. Ich hab das Gestrichelte ausgewählt. Ja, dann gehe ich halt da mal hin. Keine Ahnung, ob das funktioniert.
So. Ach, Hahn war das, wo an uns gerade vorbeigedonnert ist wie ein Verrückter. Ja, stimmt, das habe ich nur gelesen, glaube ich. Ich habe es nicht gesehen, da ich ja in der Außenansicht war. Aber das war eben weiter weg. Also bei mir sah es nicht so spektakulär aus. Nicht? Also bei mir war das cool. Hat es cool ausgesehen. So. Ja, Mary, gut, das war auch erst eben, also es war irgendwie komisch. Also das hat ja natürlich wieder keiner gesehen, außer natürlich ein Karolinger, der aus dem Fenster immer guckt. Und dann hat er mich gleich wieder beunruhigt. Guck jetzt, Giselle. Dann hat er mich gleich beunruhigt, was ist das jetzt da? Da ist ein Flugzeug und bla bla. Und dann dachte ich mir auch, Hilfe, ja keine Ahnung. Vielleicht will einen irgendjemand abschießen, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall. Ja. Dann sind wir da eben so von unserem Kurs abgekommen, haben da so einen Bogen gemacht. Und dann irgendwann ist das Flugzeug eben wieder verschwunden. Und eben auf der anderen Seite war bestimmt auch eins. Haben wir ja natürlich dann nicht gesehen, aber ja, das war irgendwie auch gruselig. Ja, da ist man wieder froh, wenn man auf dem Boden ist. So, wo soll ich denn jetzt hinfliegen da? Jetzt ist es auf jeden Fall hell, soll ich einfach mal landen und dann kann man... Nein, nicht landen, wir sind in einem Bomber. Wir müssen nicht landen, du musst einfach mal irgendwo in irgendeine Richtung fliegen. Du brauchst nicht zu der Station da vorne zu fliegen, wo du fliegst. Einfach mal irgendwo entlang fliegen. Okay. Gut. So, dann gehst du mal ein bisschen tiefer. Bei Personen auf Besen muss man aufpassen. So ungefähr, wie hoch bist du jetzt? 2000. Gut, dann bleib auf dieser Höhe. Mhm. Du deine Geschwindigkeit relativ weit runter machen, also in den... dass du maximal 50, 60, 70 fliegst. Mhm. Ja. Genau. Dann jetzt einfach mal geradeaus fliegen. Dann tust du die rechte Maustaste drücken. Da schieße ich dann. Die rechte? Ja. Nicht die linke? Ja, bei der rechten schieße ich. Okay. Bei der linken auch? Die mittlere. Ach, die mittlere. Ja, stimmt. Die mittlere Maustaste, sorry. Was mache ich dann bei der mittleren? Ah, da kommt. Genau, dann schaltest du um auf Bomben. So, du hast jetzt 10 Bomben. Und wenn du dann jetzt auf Bomben umgeschaltet hast und die mittlere Maustaste gedrückt hast, dann fällt eine Bombe raus unten. Das heißt, du kannst jetzt einfach mal in die Außenansicht gehen. Mhm. Und dann drehst du die Kamera so, dass du so ein bisschen von vorne drauf guckst, dass du also hinter dein Schiff gucken kannst. Hinter das Schiff, so. Hinter das Schiff und natürlich auch ein bisschen nach unten, dass du unter dir den Boden siehst. Mach die Kamera ein bisschen nach außen. Ja, wie kann man denn da ein bisschen weiter weg, das ist so nah... Oh, warte mal, Hilfe, ich muss mal... Warte mal, das dreht sich hier gerade. Also. Wie kann ich denn da weiter... Du kannst die F4-Taste drücken und dann die Pfeil... Also du hast da unten die 4 Pfeile zwischen Maus, Numpad und Tastatur und dann drückst du die Pfeiltaste nach unten. Also so sieht man es doch ganz gut, was da unten rauskommt. Oder? Ja, aber wie gesagt, du kannst ja noch das Ganze relativ gut Ding, dass du zum Beispiel unter das Schiff gehst. Du kannst auch zum Beispiel die F4-Taste und die Bild nach unten Taste drücken, dass du mit der Kamera nach unten fährst. Also F4-Taste halten und nach unten, genau. So. Mhm. Und dann am besten noch ein bisschen weiter nach unten Richtung Boden gucken. Also senkrecht da weiter nach unten gucken. So die Kamera ein bisschen drehen, dass du... So? Ein bisschen, ja, so, genau. Ja. Gut. So, und jetzt fliegst du einfach ganz gemütlich, wie gesagt, deine 50 Sachen. Geradeaus vor allem. Gehst nochmal in die Innenansicht. Mhm. Gehst nochmal in die Innenansicht, dass du geradeaus fliegst. Ich flieg mal geradeaus. Da ist Han Solo. Ja, aber du fliegst jetzt nicht geradeaus, du fliegst nach oben.
Stimmt. Siehst du? Auch wenn da oben ein Hahn ist. So, genau. Also, und okay. Jetzt einfach fliegen und dann einfach die linke Maus an die Außenansicht gehen und dann in die linke Maustaste drücken. Die linke, nicht mehr die mittlere? Nein, die linke. Mit der mittleren schaltest du nur um. So. Ah, jetzt ist es ausgefallen. Genau, jetzt siehst du die Bombe, die rausfällt. Und dann siehst du auch unten, wie sie runterfällt. Ja, wurde immer kleiner. Ja. Und dann macht es unten gleich Bumm. Bin ganz schön hoch. Ja, du bist hoch mittlerweile. Ah, jetzt. Das hat man schon noch gut gesehen, ja. Genau, so. Und jetzt tust du einfach mal die Höhe verringern. Geh mal so auf, wenn du, ich weiß nicht, wie hoch das du bist, so 1000, ja, 1500 oder so. Bin ich gerade. 1000. Okay, dann geh auch mal auf 1000. Und vor allem, du musst aber das nächste Mal ein bisschen fliegen, nicht stehen bleiben. Dass ich nicht getroffen werde. Ja, je niederer dass du bist, desto gefährlicher wird es natürlich, wenn du Ding. Und nicht nach unten, also doch jetzt natürlich noch ein bisschen nach unten. Ja, muss 1000. Auf 1000. Ja. So, dann wieder geradeaus. Und dementsprechend einfach weiter fliegen geradeaus. So. Okay. Und dann kannst du einfach nochmal drücken. Muss ich wieder außen gucken. Yep. Und fliegen. So, linke Maustaste. Wie gesagt, du stehst. Ja, ich flieg. Ja. Yeah. Aber jetzt sehe ich es auch nicht, wenn ich wegfliege. Jetzt sehe ich ja nichts. Ja, du musst... Ja, ich flieg halt und dann... Ja, also, ich hab's jetzt abgeschossen, aber hab halt nichts gesehen. Ist egal. Also, ja, dann, wir wollten uns doch das Schiff mal nur anschauen. Okay. Aber du kannst mal das, was du siehst, drück mal die G-Taste. Die G-Taste und dann kommen da mehrere Striche, wo die Bomben sind. Und dann mach mal, dass fünf Striche da sind. Mhm. Also fünfmal die G-Taste drücken. Oh. Ja. Jetzt ist fünf. Und dann? Und dann fliegst du geradeaus, gehst in die Außenansicht und tust nicht rumdrehen oder sonst irgendwas, sondern tust einfach jetzt die linke Maustaste drücken. Und fliegst einfach weiter. Aber die Ansicht ist irgendwie ein bisschen doof, oder? Ja, kannst auch. Bleib einfach mal stehen. Vielleicht funktioniert es ja. Bleib einfach mal stehen und drück mal die Maustaste. Die linke Maustaste. Schauen wir mal. Oh, habe ich jetzt D2? Nein, du hast 5. Nicht bewegen, du drehst dich. So, wo fliegen denn die hin? Ich glaube, ich sollte da schon wegfliegen. Oh, Gott, was ist jetzt? immer wenn ich da an die Maus hinkomme, weißt du? Dann, ach Gott, wie steht denn das jetzt da? Naja, aber es ist nichts passiert. Oder? Sagen wir mal so, du hast halt nichts gesehen jetzt dann. Das ist vor aber allem, das ist auch gar nicht meine Maus, das ist schon von der Bombe. Bewegt sich das so. Komm, wir tauschen mal kurz. Warte, ich steh mal auf. Wir tauschen mal kurz. Setz dich mal auf den Ding, dass du das dann siehst hier. Hallo, Kemoto.
So, jetzt geh mal in die Außenansicht. Ja. Und dann tu dir die Kamera so einrichten, dass du, wie gesagt, was sehen tust. Was sehen tu? Ein bisschen weg. Einfach so, dass du unten drunter gucken kannst. Jetzt. Ich gehe ein bisschen höher, dann sollte nichts passieren. Höher. Okay, gut. Okay. Nö. Warum? Okay, Moto. Was? Ja, passt. Hoch ist das. Gut, passt. Ja, ich glaub. Feuer frei. So, wo sind die? Du musst ein bisschen weiter nach hinten gehen. Ja, ja. Ich sehe. Da noch so kleine Dinger. Jetzt. Hat's jetzt bloß einmal? Ah, nee. Das dauert, ey. Sonnenclip? Was für ein Sonnenclip? Ach so. Der. Der Sonnenclip. Wieso kam der da? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich weiß es auch gerade gar nicht. So hoch ist das, aber jetzt hat dich, also uns hat nichts getroffen, oder? Nee, ja, natürlich nicht. Gott sei Dank. Es wäre schlimm, wenn uns so die Bomben da treffen würden. So. Aber wir suchen jetzt mal, wir sind jetzt nochmal immer auf der Suche. Schau mal, ob wir da noch hier. Also, das ist jetzt jedenfalls das neue Schiff. Das ist der neue A1-Bomber. Und was hältst, was hältst du von dem Schiff? Ich finde momentan diese Bomber ja, sind momentan für mich nix. Nix. Weil ich wüsste, weiß jetzt aktuell irgendwie nicht, was ich mit anfangen soll. Du magst halt lieber die Schulbusse. Ja, so könnte man es auch sagen. Aber es sieht ja eigentlich ganz gut aus. Es sieht gut aus, es macht auch Fun. Es macht auch Fun mit dem Ding. Also wie gesagt, ich bin vor ein paar Tagen mit Matt mal mit zwei Stück parallel geflogen. Und dann haben wir so eine Reihe Bomben. Also jede kannst maximal 5 Stück raushauen. Und dann einfach jeder 5 Bomben abgeworfen. Das war dann schon ein guter Bombenteppich. Ein Bombenteppich. Bombenteppich, genau. Wie findet man auf Horizon den Airport? In die Bahn einsteigen? Richtung Spaceport? Oder meinst du zum Landen, wenn du anfliegst zum Landen? Ich glaube zum Landen. Also wenn du anfliegst zum Landen, dann ist irgendwo ein Gebäude, das sieht aus, also ich sage immer, es ist eine Schneeflocke. Sieht aus wie eine Schneeflocke. Eine Schneeflocke? Und innen, naja, innen schaut es halt auch ganz normal aus, wie halt so ein Schiff ausschaut, gell? Oder? Ist da ja irgendwas Spektakuläres? Nö, eigentlich nicht. Okay. Da steht eine 600i. Ja, wir wollten ja eigentlich noch, genau, stimmt, wir wollten doch noch in die Kiste gucken. Genau. Aber das kannst du ja jetzt wieder nur du machen. Das mache ich dann auch. Ups, ups. Dann gucke ich mal schnell in die Kisten. Kiste. Ja, mal schauen.
Bisher haben wir ja schon wirklich richtig viel gefunden, gell? Ja. Aprilo, nö, noch nicht. Ah, guck mal, die 600i hat sogar einen Namen. Vielleicht erkennt jemand sein Schiff, die Britannik. Ach, da kommt er ja. Da kommt gerade unser Britannik-Besitzer. Das Schöne ist wieder, Carolina, siehst du gerade, oder fällt dir gerade auf, was der falsch gemacht hat? Was der falsch gemacht hat? Ja. Nö. Nicht? Hat er irgendwie falsch parkt, oder? Geparkt? Nein, er hat den Fahrstuhl aufgelassen. Ach so, ja, stimmt. Wir hätten jetzt einfach mit dem wegfliegen können, sozusagen. Genau, wir hätten jetzt direkt einfach einsteigen können in das Schiff und wegfliegen. Sehr leichtsinnig. Ja, genau. Übrigens ist da in der Kiste nichts drin gewesen. Okay. Da war ja jetzt auch schon der Typi da. Ja, aber wie gesagt, gut, ich weiß nicht, also die Kiste war ein Teil drin. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwas raus hat oder so. Aber er hat ja ein Paket rausgeholt. Er ist ja wahrscheinlich auf Paketmission. Wobei ich natürlich sagen muss, Paketmission mit der 600i, das ist schon dekadent. Dekadent. Ja, also bitte, hier. Ja, vielleicht hat er halt nichts anderes. Das kann auch sein. Oh Mann. So. Dann schau mal nur weiter. Hawk, du kannst ihn nicht holen, den Fahrstuhl. Aber wenn er da ist, kannst du fahren. Bin ich schon wieder umgefallen? Ja genau, hier oben ist so ein Gepäckfach, würde ich mal sagen. Und da unten das Bett und da oben im Gepäckfach war ich vorher. So. Wo fliegen wir als nächstes hin? Einfach die nächste Station, die mir hier gerade über den Weg läuft. Das ist eine Station, die kennst du sogar. Aha. Wahrscheinlich dann Kudre Ohre oder so. Ja, siehst du, also guck mal. Echt, oder? Ja, genau. Die mit dem coolen Namen. Ja. Mit einer Reclaimer eine Ein-Paket-Mission. Missionsertrag 4000, Spritos nach 1000 Jahren. Ja, dekadent, wie du gesagt hast. Ja, genau. Und wer hat sich jetzt alles schon das Schiff gekauft hier? Das neue? Einige bestimmt. Wie viel hat das wie viel kostet das? Muss Matt sagen, ich weiß nicht genau gerade. Also neu ist es ja nicht. Es war ja letztes Jahr zur Messe im Herbst in Sale. Ich glaube, die A1 war bei. Lass mich lügen. Ich guck mal schnell. Im Sale? Ja, Konzept-Sale halt. Und die ist jetzt mit dem Patch rausgekommen. Vor uns sind gerade ein Gegner. Oh. Okay, da schießt gerade jemand auf uns. Spinnen die! Oh Mann.
Boris, das gibt alles. Ja, yeah, super, gib alles. Das ist ein Bomber, kein Fighter. Oh oh. Kann ich da irgendwas machen? Ich habe keine Ahnung gerade, ob da noch irgendwelche Waffen sind oder so. Hm. Da kann ich dir wahrscheinlich gerade nicht helfen. Also ich habe damals im Konzept Warbau und 172 Euro knapp bezahlt. Okay. Das geht ja noch. Aber die ist mittlerweile teurer. Was, die hat einen Heckturm? Den Remote-Turret nehmen und das Heckengeschütz abfeuern. Ja, okay. Moment, Moment. Ich schau mal, was ich da so finde da hinten. Wie komme ich denn da hin? Also hier sind die Betten. Wahrscheinlich da mal eins weiter. Ich fliege ja dauernd hin. Nee, du müsstest, wenn, vom Co-Pilotensitz aus in den Remote-Turret. Echt? Ja. Okay. Dann setze ich mich da wieder hin und dann? Und dann musst du irgendwo dodge den Ender Torrent. Ah, okay. Erstmal Power on. Warte mal. Ich such's grad. So, Power ist an. Enter Remote. Hier. Yep, genau. Ah. Okay. So. Gucken wir mal. Wieso steht da jetzt Reposition Turret? Repositioning oder so? Da musst du bestimmt noch irgendwas umstellen. Okay, das Ding lässt sich also als Fighter echt nicht gescheit verwenden. Oh, kann man den irgendwie so... Kann man den auch irgendwie bewegen, den Turret da? Ja, bestimmt. Nach hinten, ja. Kann ich nur fahren. Nach hinten? Musst du wieder rausgehen, dass du wieder in deinem Sitz sozusagen guckst, die an sich hast. Mhm. Ja, aber April Jung ist gerade da und wir haben recht, die Steuerung-Taste. Du musst das mal hier explodieren. Ja, jetzt. Yippie! Ui, ja. Schieß und bitte triff. Ja. Ja. Ich hab ja geschossen. Ist schon kaputt, Zimmer, aber. Puh. Aber wir sind nur ganz. Ja, es waren 3 Stück jetzt gerade. Geht da mal wieder raus. Da muss man da ganz aufstehen. Das ist irgendwie auch komisch, oder? Normalerweise gibt es da immer so ein extra Turret-Sitz da. Nee, nicht immer. Also wie gesagt, also okay. Wenn du die Remote Torrents vom Co-Piloten-Sitz oder so bedienen kannst,
Dann kannst du da rein und wieder raus. Okay. So. Gut. Dann gucken wir mal danach der nächsten Kiste. Ja, genau. Nach der nächsten Kiste. Ja, wir wollten ja eigentlich nur zur Kiste, dann kommen da drei so Spaßvögel. Ja, das ist das Leben im Verse, wie so schön heißt. Das ist das Leben im Verse hier. Raus aus der Ansicht und wähle Deploy und dann wieder rein in die Turret. Und da muss ich nachher mal irgendwie schauen. Ja, ich konnte da irgendwie nicht so mich bewegen da. Ich habe halt nur drauf schießen können, wenn du gerade so geflogen bist, dass es da... Okay. Naja. Also normalerweise sollte sich der Torrent natürlich frei bewegen lassen. Hm. Das tut er bestimmt, aber ich habe es halt nicht gecheckt. Hm. Ja, Hawk, wie gesagt. So, hier ist die Kiste. Es kommt nicht immer aufs Schiff an. So, was haben wir hier? Tja, es gibt viele Sachen hier drin, aber nichts Vernünftiges, wie man so schon sagt. Hm. Nichts Vernünftiges, ein bisschen was essen, was trinken. Brauchst du ein Multitool oder so? Nö. Ansonsten ist hier nichts. Was haben wir hier noch? Ansonsten hier haben wir gerade keins. Und hier ist dann auch, nix. Auch keine Kiste. Dann gehen wir wieder. Nee, wir gehen noch nicht. Wir haben noch einen Raum. Okay. Hier haben wir noch was. Und siehst du, wären wir gegangen, oh. Hier sind zwei Kisten. Ach du meine Güte, das wäre schrecklich gewesen. Ja, zwei Kisten einfach so übersehen. Das ist schlimm, aber hier das, ist auch nichts. Schau mal, hier liegt ein kleiner Bär. Okay, kannst du aber nicht leider nehmen. Nö. Ja, schade. So, und hier hätten wir eine Rüstung und Arme, aber leider auch kein Helm. Leider auch kein Helm. Tja. Okay. Also wenn du, es fällt mir gerade auf, guck dir mal hier dieses Ding hier an. Sieht bei dir sieht bei dir auch so aus. Da fehlt nämlich noch die, da ist die Textur nicht richtig. Was für ein Ding meinst du? Ja, das Ding, wo du gerade vorstellst, dieses braun gefleckte. Ja. Ja, da fehlt die komplette Textur. Weil das ist ja so von der Farbe her, passt das überhaupt nicht. Ach so. Wenn du den anderen Raum anguckst, da ist ja alles irgendwie so gräulich oder so. Und da ist ja dieses Ding irgendwie so ganz komisch braun gefleckt. Und sieht auch vom Optischen gar nicht so schön aus. Da müsste ich noch mal in den anderen Raum gucken. Nee, das ist ja nur dieses eine Gerät Ding hier. Das ist ja nur dieses eine. Alles andere in den Räumen ist ja passt ja. Ja, von genau. Den Farben her. Genau. Und hier, wenn du hier guckst, da hinten dieser kleine Stuhl. Ja. Der schaut auch so Lass aus. Lass mich mal raus. Genau. Der Stuhl sieht genauso aus. Was dir mal alles auffällt. Der passt auch von den Farben nicht. Was dir auffällt. Ja, wie man schon so sagt, wenn man hier im Verse lebt und wohnt, dann fällt es auf. Ja. Oh, hoch ist das. Ja, es ist... wenn man hier wohnt und lebt. Und wenn man hier seinen Urlaub verbringt. Wo machst du jetzt immer hier Urlaub im Verse? Auf Horizon. Auf Horizon, ja, genau. Das ist aber ein günstiger Urlaub. Das stimmt, auf jeden Fall. Wie gesagt, und vor allem, ich muss nicht ins Flugzeug sitzen, um dahin zu fliegen. Ich brauche nur die Treppen hochzugehen, dann bin ich da. So gut. Brauche keine Angst, dass ich abstürze.
Ja gut, vielleicht die Treppen runterfalle. Oder so. Oh. Wenn es zu lang wird. Und wo warst du im Urlaub? Auf Horizon. Ja, ah, genau. Okay. Das sagen dann so die anderen Leute, weißt du, ah, ja. Mhm. Nein, du, wenn, dann musst du das aber anders ausdrücken. Ich war nicht in Horizon, ich war auf der Wolkenstadt Horizon. Ja gut, also wahrscheinlich fragt dann keiner mehr weiter. Nein, genau, ich war in der wunderschönen Wolkenstadt Horizon und habe das herrliche Wetter genossen. Und die Bäume im Wind rauschen gehört und die Wal, und vor allem halt, dann sagst du noch, und hab den Walsängen gelauscht. Dann fragt keiner mehr, da ist jeder dann nur beeindruckt. Oh, man muss es einfach nur richtig alles verkaufen. Ja, ja, genau. Sehr gut, auf jeden Fall. Ja. Oh Mann. Jetzt schauen wir nochmal zum nächsten. Ja. Station. Ich glaube, heute finden wir einfach halt da nichts. Ja, es ist sowieso. Also ich habe das Gefühl, dass es gegenüber dem letzten Jahr echt schwierig ist, was zu finden. Mhm. Han Solo, danke schön dir auch einen schönen Abend. Und Aprilion, tu dir keinen Zwang an, da ist nichts drin. Ja, da können wir jetzt nur reingucken einmal in die Kisten. Und dann ist schon wieder Streamende. Also bei dir geht ja da erst der Stream los. Na, sag mal so, eigentlich ist es, du denkst daran, dass heute Dienstag ist. Ach so, ist da bis um 10? Ja, weil um 10 kommt Solanum. Der kommt ja dann manchmal auch später oder so. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist er immer pünktlich. Ach, der kann trotzdem dann später anhalten. So. So, wir müssen noch dann eine Maske finden. Oh, eine ich Maske. Stehe fast auf dem Haus. Ups. Horistas. Lauter, lauter. Was? Marie, du willst die Carolina sehen. Du siehst sie doch. Wenn sie in der Außenansicht geht, siehst du sie noch besser. Ach so. Der gehört zur arbeitenden Bevölkerung. Der Solanum. Ja. Deswegen kann der sich auch mal verspäten, gell? Oh, mal gucken, ob wir jetzt hier was finden. Ja, ich glaube nicht. Glaubst nicht? Nö. Stimmt, ist noch nicht mal eine Kiste da. Das ist gar nichts. Ja. Was meinst du jetzt mit was da so blinkt? Muss ich mal gucken. Was blinkt da jetzt? Ich denke, dass er hinten das Ding wieder meint, oder? Keine Ahnung. Das Blinklicht. Das Blinklicht? Was für ein Blinklicht? Keine Ahnung. Hinten das Ding blinkt. Was für ein Ding? Was für ein Ding? Ja, das Ding halt. Ah, okay. Alles klar. Das Ding neben dem Ding. Hat Horist das gesagt? Auf dem Boden die Markierung der Rampe. Das da? Das Rote. Ja. Aber das blinkt doch eigentlich gar nicht. Nee, das leuchtet. Das leuchtet. Es
blinkt nur, wenn sich die Rampe bewegt. Genau, wenn du aufmachst, dann geht's an und blinkt erstmal kurz. Hammer, Hammer. Schauen wir mal. Oh, ja, jetzt. Wow. Ich bin beeindruckt. Sehr gut. So, riss das. Ja, so, und jetzt? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist das wirklich schon so spät? Ja, sagen wir mal so, du bist derjenige, der hier... Was? Du bist der Chef. Ja. Big Boss. Ich brauch doch meinen Schönheitsschlaf, weißt du? Du brauchst deinen Schönheitsschlaf, ja. Okay? Ja, gut, dann. Brauchst du deinen Schönheitsschlaf? Genau. Dann, Nein, natürlich keine Ironie, Mariko. Ich finde das auch so schön, dein das Blinklicht. Oder halt einfach nur Schlaf, ohne schön. Ja, ich bin irgendwie leicht, ja, wie sagt man da? Keine Ahnung. Ich bin so vom Nichtstun in absolutes, ja, wieder viel tun geraten. Und das ist irgendwie, das schafft einen ganz schön. Da ist man ganz schön müde. 2 Wochen Urlaub, das waren gar keine 2. Das waren 10 Tage und davon 2 Reisetage. Es war eigentlich war das nur eine Woche, wenn man das mal genau nimmt. Aber, ja, das war auf jeden Fall so schön. Aber dann kommt man eben wieder hierher und dann, da reicht dann schon wieder der 2. Tag und dann ist man ja schon wieder, da ist man schon wieder müde. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, wie lange das hier gerade gut geht. Ich will doch gar kein Mitleid. Was, wie du hier fliegst? Ja. Yep. Da schauen wir mal. 10 Tage fürchterlich. Pfui, bäh, gut. Aber die Reise, die war schon sehr lang. Das waren 14 Stunden. Ja, dann auch noch mit dem. Gottes Willen. Brotsuppe, hallo! Ach, guck mal, unser Archivator kommt. Und jetzt gibt's nichts mehr zu archivieren. Ich hab grad überlegt, was du meinst. Was für ein Archivator? Das heißt Archivator. Mit CH. Das Archiv. Müssen wir hier jetzt nur Deutschkurse machen oder ja, so? Ja. Gut. So gut. Der Archivator mit dem Debisch kommt. Bei den Depp schon heißt das Archi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was kommt da jetzt noch für einen Clip? Horistas braucht was Vernünftiges. Das Archiv. Was? Um Himmels Willen, um Himmels Willen. Um Himmels Willen, ja. Ja. Gut. So, gut. Und jetzt? Und jetzt? Ja, also wenn wir wollen, könnten wir noch irgendwen raiden und ansonsten... mach mal einfach aus. Ich kann über mich selber immer am meisten lachen. Okay. So. Wer ist denn das so? Dann überleg dir mal. Maike Maus können wir ja. Maike ist immer gut. Maike ist genau. Immer gut. Die freut sich. Okay. Gut. Was? Viele Unfälle ohne Helm? Was soll das? Das stimmt gar nicht. Nee.
Was, ich soll jetzt raiden oder du oder wie oder was? Der Mariko schreibt hier. Mariko macht. Was, ich wäre schon 100 Mal gestorben? Ach Quatsch, nie im Leben. Oh Mann. Ach so, der. Also ich ach, hab der, nur, ich ach, hab der, ich, ach der Caro, okay. Der, also ich muss sagen, ich habe auch gerade ein bisschen schweißige Finger. Das Linchen. Oh, schweißige Finger. Ja, es ist hier gerade ein bisschen, wie gesagt, es sieht hier. Jetzt echt Millimeter gerade Arbeit. Guck, Brozo beschreibt schon, wer da fliegt. Also er kann sich nämlich nicht vorstellen, dass ich das bin. Oh je. Ja, doch, das ist Carolina, die hier fliegt. Ja, ja, natürlich. Ich sitze daneben. Deswegen habe ich ja schweißige Finger. Das ist Angstschweiß, das ich gerade habe, weil Carolina gerade hier fliegt. Oh, ja, ja, genau. Okay, gut. Ich muss mich jetzt verabschieden. Fetter, fieser Sven, der wollte noch was wissen, echt, wie man echt Geld Skins zurückbekommt, ohne alles zu resetten. Horistas, weißt du das? Echt Geld Skin. Also wenn du sie einzeln gekauft hast... Ich muss mich jetzt schnell verabschieden, weil da... Dann kannst du sie einschmeißen, einschmelzen. Tschüss, vielen Dank fürs Zugucken, schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Gute Woche wünsche ich euch. Ciao. Jo, ciao. Ciao.